So, herzlich willkommen zur Programmiervorlesung. Wir werden heute über das Thema Testen und Zusicherung oder Englisch Assertions sprechen. Gehen wir zum Inhaltlichen. Hier wieder auch von unserem Anfängerbuch, Literaturauflage. Wo sind wir jetzt in dem Buch? Das ist Kapitel 10.3, Assertions, Deutsch Zusicherungen. Heute geht es an sich jetzt auch mal ein bisschen anders als die Vorlesung vorher, gar nicht darum, dass ich jetzt immer neue Sprachkonzepte in Java einführe. Ihr lernt, wie ihr das verwendet. Wir werden ein kleines Sprachkonzept einfallen, aber worum es eigentlich heute geht, ist mehr die Qualitätssicherung. Wie prüfe ich eigentlich, ob ich guten Code geschrieben habe und wie kann man das systematisch machen? Murphy's Law kennen wahrscheinlich die meisten von euch schon. Im Wesentlichen sagt das etwas flapsiger Art und Weise: Everything that can go wrong will go wrong. Und zum Programmieren heißt das halt, also wenn ich irgendwas hinschreibe, wo ich denke, naja, also so eine komische Eingabe wird es doch nicht geben oder so eine Situation von der Umgebungszustand kann es doch gar nicht geben, dass das hier fehlschlägt. Die Antwort ist nein, rechne mal damit, dass es schief geht. Ich hatte anekdotenhaft schon, als ich das Thema Debugging erwähnt hatte, den Begriff des Bugs erklärt. Wie gesagt, der Begriff des Bugs selber ist viel älter als die Programmiererei. Wie gesagt, es gibt verschiedene Vermutungen, wo er ursprünglich herkommt. Aufgetaucht ist er Ende des 19. Jahrhunderts, schon eben als umgangssprachlich für Fehler. Das ist aber jetzt tatsächlich aus dem Logbuch vom Mark II Aiken Computer, dem Betriebsbuch quasi, wo alles eingetragen wurde, was so passiert, wenn man als der Rechner genutzt wurde. Und da ist tatsächlich auch dieser Bug eingeklebt und man kann es fast nicht lesen. Deswegen weise ich noch darauf hin, dieser Satz hier, first actual case of bug being found. Ja, also das war die eingeklemmte Motte, die eben zu einem fehlerhaften Verhalten dieses Rechners geführt hat. Und da der Begriff Bug für Fehler halt schon vorher bekannt war, hat man sich eben diesen Witz erlaubt hier und gesagt, also das ist das erste Mal, dass den Bug tatsächlich auch als Bug, nämlich als Mücke hier, gefunden hat. Daher also spätestens jetzt dann auch in der Informatik eingeführt, der Begriff Bug für Fehler. Die Geschichte wird von Grace Hopper überliefert, eine der großen Pionierinnen der Informatik. Programmiersprache COBOL geht mitunter auf sie zurück, aber viele andere Sachen. Ja, und was sind berühmte Softwarefehler, die meistens auch leider auch oft tragische Konsequenzen hatten? Und insofern sieht man halt, also Softwarefehler ist jetzt nicht so was, worüber man über eine kleine Unbequemlichkeit redet, wenn vielleicht mal das Textverarbeitungssystem hängt oder das Handy abstürzt, sondern das können halt in der Tat schlimme Sachen sein. Also es gibt zum Beispiel, gab früher mal ein Terak-Bestrahlungsgerät. Das hatte in den alten Versionen tatsächlich einen physischen Schutz vor Überstrahlung für einer zu hohen Dosis für den Patienten gehabt. Dann hatte man physisch tatsächlich Platten hier vor den Strahlenemitter geschoben. Man hatte das auch mechanisch gemacht. Und dann hatte man mal später gedacht, naja, diesen Überstrahlungsschutz, dass also eine zu hohe Strahlendosis auf den Patienten kommt, das kann man doch auch in Software realisieren. Man spart sich damit ja auch die Hardware, also die physischen Teile dafür. Und dann hatte man in einer neueren Version des Geräts eben dann tatsächlich einen softwareimplementierten Schutz gehabt vor Überstrahlung. Und ja, sonst würde ich es hier nicht aufführen, das hat leider nicht geklappt. Es gab Todesfälle in dem Zusammenhang, weil Leute in der Tat eine zu hohe Strahlendosis hatten. Und Hintergrund war tatsächlich ein Bug in diesem nebenläufigen Prozess, der den abschalten sollte. Dann gab es bei einem Toyota-Fahrzeug das Problem, dass tatsächlich bei der Kraftübertragung Drive-by-Wire auch mal ein Softwarefehler war, eine ungewollte Beschleunigung in bestimmten Situationen auftrat. Das Schlimme ist halt auch wieder, der Zustandsraum von so einem Auto ist so groß, dass man das eben nicht durch 1, 2, 3 Testfahrten halt alles abgedeckt hat. Aber es gab dann eben Situationen, wo es eine ungewollte Beschleunigung gab. Die Folgen sind auch nicht so angenehm, wie man sieht. Dann eine großer Bereich, wo Software-Implementierungsfehler zu anderen Auswirkungen führen, nämlich zu Security, zu Sicherheitsauswirkungen, durch diese ganze Thematik Hacking, Cyberwar. Hier nur mal ein Beispiel von vielen: Angriff aus China auf den Google-Server 2009, der ihn lahmgelegt hat. Und wenn Google steht, sind die weltwirtschaftlichen Konsequenzen auch sich sehr leicht auszumalen. In letzter Zeit hatten wir andere Hacking-Sachen in den Schlagzeilen gehabt und bei den Sachen, die letzten Endes hier immer so in den Medien so so sichtbar bekannt gegeben werden, sind es meistens immer Implementierungsfehler, die ausgenutzt werden. Man kann ein Stück weit sagen, sicherlich ist nicht
jedes Sicherheitsproblem auch ein Implementierungsproblem. In den meisten Fällen sind aber tatsächlich diese Exploits, also das Ausnutzen der Sicherheitslücken, beruht immer auf Implementierungsfehlern, die man ausnutzt. Dann bewusst mal aus einer ganz anderen Domäne gewählt, ein Beispiel, Blackout in Nordamerika, kann man auch sehr schön auf Satellitenbildern sehen, also das ist kein See hier, wo kein Haus stünde, nein, das ist Nordamerika und da stehen auch Häuser, aber die haben halt keinen Strom, deswegen nachts kein Licht. Und zwar 55 Millionen Menschen, 2 Tage ohne Strom. Kann man sagen, was hat denn das mit IT zu tun? Naja, schon heute wird natürlich die Kraftwerke über IT gesteuert. Wenn man sich Szenarien vorstellt der Energiewende, also wo wir demnächst keine zentralen Kraftwerke mehr haben, die wir regeln nach einem Strombedarf, sondern viel stärker, um regenerative Energiequellen zu nutzen, Solarenergie, Windenergie, haben wir natürlich dezentrale Energienetze, die auch wesentlich stärker darauf beruhen, dass sie durch IT sinnvoll gesteuert werden. Wo wird gerade Strom erzeugt? Das ist nicht mehr von außen steuerbar. Wind weht, wann er will. Sonne scheint, wann sie will, nicht mehr, wann wir das wollen. Das heißt, es kommt vielmehr darauf an, wo wird Strom gerade erzeugt, wo wird er benötigt, wie kann er gespeichert werden. Und das sind alles Regelungsprozesse, die im Wesentlichen mit Informatik passieren. Und auch hier ist es ein schönes Beispiel für zweierlei. Zum einen über den Einfluss von IT in Bereichen unseres täglichen Lebens, wo wir es vielleicht gar nicht erwarten, dass der Computer da kritisch ist. Und es zeigt auch eben eine neue Bedeutung der Informatik an. Ich hatte eingangs das erwähnt in der ersten Vorlesung. Früher war der Computer so ein bisschen ein Automatisierer für Dinge, die man vorher von Hand gemacht hat. Heute ist es so, dass die ganzen Szenarien zur Bewältigung von gesellschaftlichen Herausforderungen wie Mobilität, Energie und so weiter im Wesentlichen nur noch durch den Computer denkbar sind. Also es ist insofern eine viel stärkere Bedeutung, die IT auch für die Gesellschaft hat. Und das andere, man soll sich gar keine Illusionen hingeben, wenn Strom nicht nur mal stundenweise ausfällt, sondern tageweise, bedeutet das, ohne zu übertreiben, im Prinzip den Zusammenbruch der Zivilisation, wie wir sie kennen hier in Westeuropa. Es gibt ein schönes Buch, kleiner Literaturtipp von Mark Ellsberg, über den Ausfall unseres Energiesystems. Blackout heißt das Buch. Und es beruht tatsächlich auch auf einem Bericht, den das KIT für die Bundesregierung mal erarbeitet hat. Was passiert, wenn in Deutschland mal 3 Wochen lang der Strom ausfällt? Was kein unwahrscheinliches Szenario ist nach der Energiewende. Im Sinne von, da haben wir eben keine Kraftwerke mehr, die wir mal so lustig hoch und runter fahren können, wie wir das wollen. Und das quasi als Krimi geschrieben, aber es zeigt relativ deutlich und auch sehr, leider sehr realistisch, was passieren wird, wenn wir mal längere Zeit keinen Strom haben. Und wie gesagt, man sieht hier, IT-Fehler können also dramatische Folgen haben. So, was lernen wir daraus? Wir müssen uns in der Tat, wenn wir Code schreiben, quasi schon auch aus ethischen Gesichtspunkten, Gedanken auch über die Fehlerbehandlung machen. Das heißt, einmal ganz banal, Benutzereingaben müssen wir überprüfen, im Sinne von eben bestimmte Angriffsszenarien von Hackern zum Beispiel unterbinden, aber eben auch aus Dummheit oder aus Unwissenheit. Benutzereingaben dürfen nicht dazu führen, dass ein Programm abstürzt. Das Programm muss da robust sein. Und wir müssen halt im Prinzip die verschiedenen Fehlerfälle, die auch durch verschiedene Situationen in der Ausführungsumgebung entstehen, auch behandeln. Erinnert euch, letztes Mal Vorlesung Exception Handling ging genau darum, was passiert, wenn bei meinem Ausführungspfad Dinge sich anders verhalten, als ich das erwarte, wenn es nicht der gewünschte Regelfall ist. Wie gesagt, Beispiel, die Wartendatei nicht vorhanden, andere Dinge, Netzwerkfehler. Das müssen wir sinnvoll testen, behandeln. Und um auch zu prüfen, dass die Software tatsächlich das tut, was wir von ihr erwarten, gibt es verschiedene Techniken. Die wesentliche Technik, die gut skaliert ist, testen dazu. Es gibt 2 Aussagen zum Testen. Die erste, also auf Deutsch übersetzt, Software-Tester werden immer in den Himmel kommen, weil sie nämlich auch schon genug Hölle auf Erden hatten. Ja. Die andere Bemerkung sollte man aber auch verstehen. Und ich bin immer noch verblüfft, wie viele Leute irgendwie erschüttert sind, wenn ich ihnen das sage. Das ist aber nicht von mir, das ist von Edsger Dijkstra, einem Informatikpionier aus den Niederlanden. Der sagte, Testen kann immer nur die Anwesenheit von Fehlern zeigen, aber nicht deren Abwesenheit. Was ist damit gemeint? Naja, wenn Sie einen Testfall durchführen bei Ihrer Software, dann ist natürlich klar, dass für diesen Ausführungspfad, der genommen wird, für diesen Kontrollpfad, dann sichergestellt ist, dass da wohl kein Fehler ist. Was aber, wenn das Programm mit anderen Daten betrieben wird und andere Pfade im Kontrollfluss nimmt, als den Sie getestet haben? Darüber können Sie natürlich keine Aussage machen. Jetzt könnte man sagen, da muss ich halt mehr als einen Testfall nehmen. Stimmt, sollte man natürlich. Aber es gibt in den meisten Programmen potenziell unendlich viele Ausführungspfade. Einfach dadurch, dass es Schleifen gibt, von denen Sie nicht von vornherein eine obere Schranke angeben können.
die nennen sich While-Schleifen, wo zum Beispiel die Abbruchbedingung manipuliert wird innerhalb des Schleifenrumpfes. Und wenn Sie dann nicht mehr in der Lage sind zu sagen, ja, diese Schleife wird garantiert nur 5-mal genommen und nicht höher, sondern es einfach von vornherein nicht klar ist, wie häufig diese Schleife genommen wird, haben Sie potenziell unendlich viele Ausführungspfade. Ja, was heißt unendlich viele Ausführungspfade? Sie müssten unendlich lange testen. Geht natürlich nicht. Ja? Das heißt, mit Testen werden Sie immer nur eine endliche Teilmenge eines potenziell unendlich großen Menge der Ausführungspfade überdecken. Und damit sind Sie vor der Situation, dass Sie natürlich immer auch nur nicht alles getestet haben, sondern es immer noch beliebig viele Ausführungspfade gibt, die Sie nicht getestet haben. Insofern können Sie natürlich keine Aussage darüber machen, dass ein Programm fehlerfrei ist, bloß weil Sie es getestet haben. Nichtsdestotrotz ist klar, je mehr Sie testen, je realistischer Sie testen, je sinnvoller Sie testen, das heißt also, je eher Sie die Benutzung des Programms nachher in dem Betrieb widerspiegeln durch Testen, desto mehr können Sie natürlich eine Aussage darüber machen, ob das Programm zuverlässig ist oder nicht. Dabei sollten Sie natürlich zum einen das Programm realistisch verwenden, so wie es der Benutzer macht, aber natürlich auch das Programm in, wie man sagt, Stresssituationen testen. Also genau die Situationen, wo eben fehlerhafte Eingaben gemacht werden, wo Teile der Ausführungsumgebung nicht mehr funktionieren. Und hier muss man eben auch prüfen, wie das Programm sich verhält. Ja, wie können wir eigentlich sagen, ob ein Programm fehlerhaft ist? Naja, so intuitiv würde man sagen, die Software tut nicht das, was sie soll. Ja, kann aber einer sagen, naja, wenn ich jetzt ein Stück Software bekomme, woher weiß ich denn, was die soll? Ja, also wenn ich nur das Stück Software bekomme und jetzt einer fragt, ist das fehlerhaft oder nicht, habe ich da eigentlich keine Chance festzustellen, ob das Ganze fehlerhaft ist oder nicht, weil ich weiß ja gar nicht, was sie tun soll. Das heißt, ich brauche tatsächlich immer eine Spezifikation, um dann zu prüfen, gibt es eine Abweichung des Softwareverhaltens von dem, wie es spezifiziert ist. Der Traum jedes Informatikers ist natürlich eine formale Spezifikation, idealerweise genauso eindeutig objektiv wie Programmcode. Ja. Programmcode, wissen Sie, ist 100% objektiv. Das kann ich mit einer dummen Maschine ausführen. Da braucht man null Intelligenz, um da noch was rein zu interpretieren. Bei der Spezifikation wäre das natürlich traumhaft, wenn ich die auch hätte, so in der Form, dass ich also im Prinzip ich als Informatiker eine Spezifikation über die Mauer geworfen bekomme, ich die einfach runterprogrammiere, weil ich halt so schlau bin und weiß, wie man das technisch umsetzt, und ich bin fertig. Das ist natürlich der Wunschtraum, ja, von jedem Informatiker, und je mehr man Autist ist, desto schöner ist der Traum noch für einen. Aber jetzt wissen Sie ja, so ist die Welt nicht. Ja. Deswegen gibt es zum Beispiel Informationswirte, also Leute, die noch in der Lage sind, mit anderen Menschen zu reden, außer mit Informatikern. Das sind nämlich genau die großen Probleme, die wir haben. Es gibt nicht die formale Spezifikation der Software, die so eindeutig ist, dass man sie nur noch quasi gehirnlos runterprogrammieren kann. Warum gibt es das nicht? Das gibt es zum einen nicht, weil wir in Situationen leben, wo sich die Anforderungen relativ schnell ändern. Wenn man jetzt enorm hohe Aufwände reinstecken würde, die Software formal zu spezifizieren, Software eines größeren Umfangs, wird man feststellen, dass man das vielleicht auch sogar hinbekommt. Nur dummerweise hat sich mittlerweile die Welt weiterentwickelt und das, was man spezifiziert hat, ist gar nicht mehr das, was der Kunde will. Das andere ist, allzu häufig ist den Leuten wirklich auch nicht so richtig klar, was die Software soll. Ja, und diesen Prozess, dass man verschiedene Auftraggeber hat, verschiedene Rollen bei den Auftraggebern, den Chef, der alles bezahlt, den Sachbearbeiter, der damit arbeiten muss, den Abteilungsleiter, der es noch irgendwo in seine Abteilung reinbringen muss, in die Softwarelandschaft und so weiter. Die haben alle verschiedenste Vorstellungen, was die Software können soll. Und es ist in der Tat ein relativ komplexer Kommunikationsprozess, erstmal rauszufinden, was soll die Software. Und schlussendlich muss man auch dazu sagen, der Aufwand, Dinge formal sauber zu spezifizieren, ist ungefähr so hoch wie das Programmieren selber. Und das heißt also, Sie haben also es auf einen Schlag geschafft, die Softwareentwicklungskosten fast zu verdoppeln. Das ist natürlich auch eine Sache, mit der Sie am Markt keinen Erfolg haben werden. Es gibt natürlich Ausnahmefälle, wo die Welt nicht so schwarz ist, wie ich es gerade gesagt habe. Ein Bereich sind zum Beispiel technische Systeme, wo die Software bestimmte Steuerungsaufgaben vornehmen soll. Da ist es natürlich so, durch die Softwareumgebung, das technische System, was geregelt oder gesteuert werden soll, haben Sie natürlich von vornherein eine relativ gute, auch formale Beschreibung schon von der Umgebung der Software. Und das macht es natürlich etwas leichter, die zu spezifizieren. Hochsicherheitskritische Software, wie zum Beispiel Steuerung von Kraftwerken, ist auch vollkommen klar, die ist auch formal durchspezifiziert, weil natürlich hier jeder Fehler Kosten verursachen würde oder ein Risiko für Menschen und Umwelt hat. Sie ist natürlich rechtfertigt, das Geld in die Spezifikation zu setzen. Aber der allergrößte Teil von Software, der uns umgibt, wurde nie sauber formal spezifiziert. Das heißt, uns muss auch klar sein,
Ob was ein Fehler ist oder nicht, ist zwar in der Theorie leicht zu sagen, eine Abweichung von der Spezifikation, nur die wasserdichte Spezifikation haben wir nicht. Was man auch dazu sagen muss, ist, wenn ich eine wasserdichte Spezifikation hätte, also so super sauber in Mathematik hingeschrieben, am besten noch algebraische Gleichungen und Zeichen, die Sie nur ausdrücken können, wenn Sie Tech können, ja, dann kann die allermeisten Anwender und die Auftraggeber der Software diese Spezifikation nicht lesen und nicht verstehen. Und damit können Sie überhaupt nicht prüfen, ob das, was Sie spezifiziert haben, das ist, was Sie ursprünglich wollten. Und nachher sagen die Leute zu Ihnen, naja, schön, dass wir das spezifiziert haben, aber das, was an der Software jetzt rauskam, ist nicht das, was ich will. Und dann sagen Sie, ja, aber steht auch hier in der Spezifikation. Und sagt er, ja, die Spezifikation habe ich auch schon nicht verstanden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. In der Theorie ist das immer sehr schön zu sagen, Software ist sauber spezifiziert worden. In der Praxis müssen wir mit einem wesentlich komplexeren Geflecht von Anforderungen von verschiedenen Leuten, die sich schnell ändern, die impräzise sind, die zum Teil widersprüchlich sind, umgehen. Und ich sage es immer schon auch bei den Schülern, deswegen sind auch gewisse Kommunikationsfähigkeiten von Informatikern gefordert, weil man muss reden mit den Leuten. So, also, was sind Gründe für fehlerhafte Software? Also das Programm ist fehlerhaft, zum Beispiel ist es auf eine Exception gelaufen oder so. Dann ist zwar die Software kontrolliert zum Ende gekommen, aber macht halt nicht das, was sie soll. Dann das, was ich eben länglich erzählt habe, die Anforderungen sind unvollständig, widersprüchlich, unmöglich zu implementieren. Ich habe die Anforderungen falsch verstanden. By the way, Grund Nummer eins für scheiternde Softwareprojekte, ja, ist nicht das Unverständnis der Programmiersprache, ist nicht die Wahl der falschen Programmiersprache, ist nicht die Wahl des falschen Editors, auch wenn viele Informatiker das meinen. Nein, es ist das falsche Verständnis der Anforderungen. Grund Nummer zwei ist übrigens schlechte Umsetzung nicht funktionaler Anforderungen, in den meisten Fällen Performance. Ja, das ist der Grund Nummer zwei, warum Software-Engineering-Projekte scheitern. Aber der Grund Nummer eins ist, man versteht gar nicht, was man machen soll. So, und dann drittens Dokumentation, viertens Dokumentation falsch, Verhalten des Programms nicht richtig beschrieben, gibt es natürlich auch. Das heißt, eigentlich ist das Programm richtig, nur man denkt, es wäre eine Abweichung von der Spezifikation, weil es eben falsch beschrieben ist. So. Wir kümmern uns jetzt in erster Linie in der Tat um diesen ersten roten Punkt. Die anderen nochmal gerade, damit Sie das große Bild wissen und wissen natürlich, alleine durch Testen werden Sie diese Probleme dieser Welt nicht beseitigen, aber Sie können sie natürlich deutlich verringern. Also, jedes Programm muss getestet werden. Es gibt in der Literatur zwei Begriffe dazu, einmal den Testfall und die Testdaten. Mit Testfall ist gemeint erstmal, was sind quasi Szenarien, unter denen die Software getestet werden muss. Was soll aufgerufen werden? Was sind die Fälle, die man abtesten will. Und mit den Testdaten, wenn man so will, ist das eine genauere Spezifikation. Sie können sich vorstellen, das sind genau die Parameterwerte, mit denen das Programm aufgerufen wird und was ist der erwartete Rückgabetyp. Hier merkt man übrigens schon ein kleines Problem. Sie müssen wissen, was das Ergebnis ist, das korrekte. Weil ich meine, sonst können Sie mal einen Testfall ausführen, aber dann sagt das Programm 17. Sie sagen, ja, sieht gut aus. Ne? Also klar, das kann testen. Ne? Das heißt, Sie müssen im Vorfeld wissen, was soll das Programm eigentlich tun? Wiederum, der Traum des Informatikers, ich habe die formale Spezifikation von mir, da muss ich nur reingucken, dann weiß ich, dass halt 17 das richtige Ergebnis ist. Aber die haben sie nicht. Und jetzt ist eine Stelle sehr wichtig. Sie können natürlich auch testen, auch wenn Sie keine formale Spezifikation haben. Und zwar haben Sie da etwas mühsamer die Aufgabe, für jeden Testfall sich zu überlegen, was kommt da raus. Sie können es halt nirgendwo nachschlagen. Aber Sie können es ja sich überlegen oder Sie können es halt durch Ihr eigenes Verständnis ableiten oder Sie können es halt mit dem Auftraggeber besprechen. Aber Sie sehen, das ist genau der Bottleneck, warum es schwer ist, viele Testfälle aufzubauen, weil man halt gewissen Aufwand hat, diese Testfälle aufzubauen. Und wie gesagt, das ist nicht nur die Auswahl, es ist eben auch die Auswahl der Testdaten und damit gehört eben auch die Daten, die am Ende rauskommen sollen. Schauen wir uns das mal an einem kleinen Beispiel an. Und zwar ist das natürlich jetzt ein, wenn Sie wollen, vielleicht ein bisschen ein akademisches Beispiel, nämlich die Klassifikation von Dreiecken. Also was hat den Vorteil? Wir können es bei der Anforderungserhebung haben wir es leicht, weil wir selber ganz gut verstehen, was hiermit gemeint ist. Also, ein Benutzer gibt in ein Computerprogramm drei ganze Zahlen ein. Und diese drei ganzen Zahlen sollen die Seitenlängen eines Dreiecks angeben. Und das Programm soll jetzt als Ausgabe mit diesen drei Zahlen das damit beschriebene Dreieck klassifizieren als entweder gleichseitig, das heißt, alle drei Seiten sind gleich lang, gleichschenkelig, zwei Schenkel sind gleich lang, oder weder noch, das ist ein Dreieck, aber diese beiden Fälle sind nicht abgedeckt. So, was sind jetzt gute Testfälle? Jetzt kann man mal erstmal anfangen, überlegen, ja, ich gebe erstmal alles von der
von den gewünschten Ausgaben ab. Also ein gültiges Weder-noch-Dreieck, das muss natürlich korrekt als solches erkannt werden. Ein gültiges gleichseitiges Dreieck, ein gültiges gleichschenkliges Dreieck. Da kann man auch ein bisschen mit permutieren, um zu schauen, dass er auch das auf allen, wie gesagt, in allen Situationen, wo die zwei Schenkel beieinander sind, hinbekommt. Dann kann ich sagen, eine Seite hat die Länge 0. Da sollte das Programm merken, hoppla, das ist kein richtiges Dreieck. Eine Seite negative Länge, auch das ist potenziell ja denkbar von der Spezifikation. Es werden drei Zahlen eingegeben, die können natürlich negativ sein, auch wenn wir natürlich sofort sagen, Moment mal, negative Länge, was soll denn das sein hier? Dann können wir sagen, die Summe zweier nicht negativer Seiten gibt exakt die dritte Seite. Dann würde man merken, das ist auch kein richtiges Dreieck, weil dann liegen nämlich alle quasi auf einem Strich. Die Summe zweier Seiten ist kleiner als die dritte Seite. Auch dann würde man merken, so, hubbla, das kommt nicht zusammen, mein Dreieck, das ist kein gültiges Dreieck. Ja. Oder alle Seiten haben die Länge 0, auch das kann man mal hinschreiben. Aber man merkt, man hat schon eine ganze Menge Fälle jetzt hier aufgedeckt. Ja. So, wie ist das Ganze spezifiziert für unser Klassifikationsbeispiel? Also ich habe einen Aufzählungsdatentyp mir erstmal aufgeschrieben, der jetzt auf Englisch, das ist gleichseitig, das ist gleichschenkelig und das ist ein anderes. Und der jetzt nach, wenn er drei Zahlen nimmt, drei Integers, halt mir die Spezifikation zurückgibt. Haben wir jetzt mal als Kommentar hier reingeschrieben und auch noch hier mal erläutert. Das können Sie auch noch mal nehmen, falls Sie die englischen Begriffe eben nicht kennen. Equilateral, if all sides ABC are equal in length. Isosceles, if two sides are equal in length, oder eben other. So, invalid fügen wir noch hinzu. Das sind die Testfälle, die wir eben besprochen haben, wo man eben merkt, das ist gar kein gültiges Dreieck. Ja. So, und diese Spezifikation ist jetzt für uns dann die Grundlage der Testfallerstellung. Und jetzt schreiben wir Testfälle hin. Wir brauchen uns ja momentan gar nicht darum kümmern, wie die Implementierung ist. Wir wissen ja, wie die Signatur ist. Das heißt, wir wissen, wie die Schnittstelle ist. Wir wissen, wie wir das aufrufen. Und was wir jetzt hier sehen, ist also, wir starten jetzt mit immer drei verschiedenen Werten, geben die hier rein, ABC. Und jetzt kommt es, jetzt gibt es ein neues Schlüsselwort, assert. Und das prüft nach, ob jetzt hier das Ergebnis equilateral ist, also gleichseitig. Ja. Das TK ist das Ergebnis von unserer Dreiecksklassifikation. Und jetzt wird eben geschaut, hat das diesen Wert, also gleichseitig. Entschuldigung. Jetzt, was bedeutet dieses Assert? Das erinnern Sie sich vielleicht so ein bisschen, wir hatten in der letzten Vorlesung bei den Exceptions auch besprochen, was ein Error ist. Ein Error ist ein Fehler, den wir nicht weiter behandeln wollten. Ja, Exception war was, wo wir sagen, ja, das ist auch ein fehlerhafter Zustand, aber den wollen wir weiter behandeln. Assert ist, wenn man so will, ein Spezialfall von einem Fehler, nämlich ein Fehler, der auf einen Programmierfehler hinweist. Und zwar, was bei Assert passiert, ist letzten Endes, wenn die Assertion-Prüfung eingeschaltet ist, ich werde Ihnen das nachher noch sagen, das muss man halt einschalten beim Ablaufen lassen des Programms, dann wird jetzt hier quasi auch, wenn man so will, so eine Art Exception geworfen oder wie ein Fehler eher. Und man sieht nochmal den Call-Stack, also den Aufrufliste, und man sieht also dann, an welcher Stelle ist das Ganze fehlgeschlagen, wenn es fehlsteckt. Wenn es natürlich nicht fehlsteckt, ist da und wird einfach weiter ausgeführt. So, und Sie sehen, jetzt haben wir noch die weitere Testfälle hier, eine ganze Reihe, 27. Und ich gehe das halt jetzt, das, was ich eben informell besprochen habe, ich prüfe also erstmal jeden der positiven Teste durch, gehe dann eben zu anderen Testfällen, gehe ich hier durch und prüfe halt immer nach, ist das Ergebnis das, was es sein soll. Und Sie sehen jetzt hier genau das, was wir machen mussten. Wir mussten erstmal überlegen, was sind Testfälle, das war das, was wir informell aufgeschrieben haben. Und jetzt brauche ich die Testdaten, das heißt also dann die Auswahl von konkreten Datenwerten, die für die Eingabe eben immer auch schauen, ist das das Ergebnis auch, was gewünscht ist. Ja? Und das macht dann eben den Testfall aus. Man muss das nicht mit Assert hinschreiben,
Aber ich werde das am Ende auch nochmal diskutieren. Das Cert hat halt den Vorteil. Erstens mal ist es in der Programmiersprache Java ein Schlüsselwort, was es gibt. Und das dokumentiert eben damit, dass das abgeprüft werden soll. Und es weist eben auch semantisch schon darauf hin, wenn hier diese Prüfung fehlschlägt, dann ist irgendwo ein Programmierfehler gewesen. Und das Schöne ist, man kann es an- und abschalten. Ja, das heißt, wenn Sie jetzt eine normale, hartgecodete If-Anweisung reinschreiben, könnten Sie natürlich auch, Sie könnten auch mit einer If-Anweisung nachprüfen, ob das Ergebnis ist. Dann machen Sie es aber immer, Sie können es dann nicht so leicht an- und abschalten. Während das Cert, da gibt es eben dann die Möglichkeit, das Programm laufen zu lassen, ohne dass es abgeprüft wird. In Klammern, das ist auch der Default-Wert bei Java. Sie müssen es also bewusst anschalten und dann die Prüfung machen. Das heißt aber, wenn Ihr Programm gut durchläuft, ohne irgendwelche negativ ausgewerteten Zusicherungen, ohne irgendwelchen fehlschlagenden Certs, dann können Sie es nachher wieder abschalten und Sie haben keinen Laufzeit-Overhead. Ja, zum Testen macht das natürlich keinen Sinn, ist klar, da brauchen Sie die Asserts. Aber wenn jetzt normal das Programm ausgeführt würde und Sie hätten einen Assert drinstehen, können Sie es auf die Art und Weise abschalten, ohne dass es Ihnen dann nachher Performance kostet. So, was sind jetzt gute Testfälle? Das ist ein Thema, wo man ganze Vorlesungen füllen könnte. Da gibt es festmeterweise wissenschaftliche Literatur dazu. Das ist jetzt mal so ein bisschen eine grobe Annäherung daran. Also erstmal, ein guter Testfall sollte eine Eigenschaft abprüfen. Nicht viele Eigenschaften, sondern nur eine. Könnte man sagen, warum denn das? Ist doch viel cooler, wenn ich einen Testfall habe, der alles prüft. Ja klar, das ist schon mal nicht schlecht. Nur der Witz ist, wenn dieser Testfall fehlschlägt, dann weiß ich ja nicht, was war der Grund, warum er fehlgeschlagen hat. Und wenn ich hier sage, ein Testfall testet nach Möglichkeit immer isoliert eine Eigenschaft, dann habe ich halt den Vorteil, dass wenn der Testfall fehlschlägt, ich relativ genau weiß, an welche Stelle ich gehen muss zum Korrigieren. Sie sollten natürlich möglichst kurz und prägnant sein. Warum jetzt das? Naja, Software evolviert. Ich habe Ihnen das schon gesagt. Sie schreiben die Software ja nicht für den Compiler oder für den Computer, sondern für den nächsten Menschen. Wenn die Software evolviert, müssen auch die Testfälle mit evolvieren. By the way, als Zwischenbemerkung für die Erfahrenen bei Ihnen, das ist einer der großen Denkfehler bei der agilen Entwicklung oder bei XP, die immer sagen, wir haben Codezentrierung, alle Wahrheit steckt im Code und wir brauchen nur den Code evolvieren. Das ist natürlich Quatsch, die müssen die Testfälle natürlich mit evolvieren, vor allem wenn ich testgetrieben entwickle. So, und das heißt, die sollen natürlich auch leicht verständlich sein. Man muss natürlich auch verstehen, was der Testfall testet, weil wenn der Code sich weiterentwickelt, muss ich halt den Testfall in der Regel auch nachpflegen. Idealerweise sollten sie isoliert ausgeführt werden können und nicht in bestimmten Reihenfolgen. Das liegt daran, wenn ich jetzt einen Test habe, der von anderen Tests abhängt, und stell dir mal an, ein Testfall schlägt fehl und dadurch sind viele andere nicht mehr ausführbar, dann habe ich es natürlich relativ schwer festzustellen, ja, wo sind jetzt meine Fehler und was sind noch alles für Fehler drin und was ist der Qualitätszustand. Idealerweise will ich eigentlich so eine Situation haben, in dem ich sagen kann, ich habe mein Programm durchgeführt und was weiß ich, 2 von 300 Testfällen sind fehlgeschlagen. Da habe ich eine Ansage, wie viel Aufwand muss ich wohl jetzt ins Debugging reinstecken. Wenn ich sage, ich habe mein Programm ein kleines bisschen geändert, auf einmal klappt nur noch 2 Testfälle und der Rest klappt nicht, weil ich sie nicht ausführen kann oder weil einer fehlgeschlagen ist, aber ich weiß es nicht, dann haben Sie natürlich sehr wenig Informationen über den Qualitätszustand Ihrer Software. Ja, gut dokumentiert ist dasselbe auch wie eben verständlich. Stellen einen Bezug zur Spezifikation klar her, auch das extremst wichtig. Sie glauben gar nicht, wie häufig in der Praxis Testfälle da sind, wo keiner mehr weiß, brauche ich die eigentlich oder brauche ich die nicht. Weil Spezifikationen ändern sich, Software entwickelt sich fort, Software muss neue Funktionalitäten erfüllen. Und häufig wird dann aber vergessen, warum eigentlich ein Testfall eingeführt wurde, welchen Teil der Spezifikation eigentlich der Testfall abdeckt. Ja, und die Spezifikation entwickelt sich weiter, die Software muss neue Anforderungen erfüllen oder geänderte Anforderungen erfüllen. Kein Mensch weiß aber, welche Testfälle ich anpacken soll oder nicht. Ganz schlechte Situation. Ja. Das heißt also, Sie müssen die Testfälle entweder weiterentwickeln oder evolvieren, weil Ihre Software sich evolviert oder eben auch, weil die Anforderungen sich ändern und damit auch die Testfälle geändert werden müssen. Dann sollten Sie vieles, was Sie sonst immer von Hand schreiben müssten beim Testen, eigentlich gar nicht machen, sondern das ein Testframework verwenden. JUnit ist für das sogenannte Unit-Testen, also das Testen einzelner Klassen mit über ihre Methoden. Das bekannteste ist nicht das einzige. Es gibt auch Pendants in der .NET-Welt. Aber, und wie gesagt, auch Unit-Tests ist nicht die einzige Art von Testfällen, will ich aber jetzt heute gar nicht so sehr darauf eingehen. Das, was wir jetzt machen, ist im Wesentlichen immer diese sogenannten Unit-Testfälle, das heißt also Testfälle für eine einzelne Klassen. Und wie gesagt, da gibt es Frameworks, die Ihnen die Arbeit, viele Arbeit aufnehmen, im Sinne von aufzeichnen, was kommt dabei raus, Überblicke geben, wie viel ist denn tatsächlich fehlgeschlagen, wie viel klappt noch. Diese ganze Testautomatisierung, Testtreiber, da sollten Sie eben nicht alles immer von Hand neu entwickeln, sondern da gibt es eben schon gute Frameworks.
Wenn es absehbare Änderungen im Programm gibt und Sie das auch wissen, das ist nicht immer der Fall, aber wenn Sie in der glücklichen Situation sind, wissen, was sich noch ändern wird, dann kann das auch die Art beeinflussen, wie die Testfälle schreiben, dass man eben die Testfälle so generisch hält, dass auch bei Änderungen im Programm trotzdem der Testfall nicht syntaktisch angepasst werden muss. Das heißt nicht, dass der Testfall auf einmal schlampig werden soll, so nach dem Motto, ich will rausprobieren, ob eine Addition klappt und jetzt prüfe ich nur noch ab, ob das Ergebnis nachher größer 0 ist oder sowas. Sondern also es soll natürlich schon präzise sein, der Testfall, aber unter Umständen ändern sich Teile von dem Interface und dann können Sie den Testfall schon so schreiben, dass der möglichst leicht anpassbar ist. Jetzt ist die Welt nicht ganz so einfach, dass man einfach sagt, hier ist meine Software, hier ist mein einer Testfall, ich rufe den auf, dabei wird gleich die Methode aufgerufen, wie in unserem Dreiecksbeispiel, und dann weiß ich, klappt es oder klappt es nicht. Häufig ist es so, dass Software erst in einen bestimmten Zustand gebracht werden muss, bis sie den Testfall, der mich jetzt interessiert, der meinen speziellen Fall abtestet, tatsächlich ausführen kann. Das heißt, Sie müssen die Software geeignet initialisieren. Das wundert Sie jetzt nicht. Es kann ja sein, stellen Sie sich vor, Sie testen, was weiß ich, einen E-Mail-Client. Das ist natürlich klar, vorher muss sich der Benutzer authentifiziert haben. Vorher muss im Prinzip eine bestimmte Situation da sein, eine Netzwerkverbindung muss da sein und so weiter. Das heißt, Sie können nicht einfach sagen, das ist ein Stück Software und jetzt schieße ich mal alle Testfälle los. Nicht jede Funktionalität ist in jedem Zustand verfügbar. Und das heißt, die Software muss erstmal einen entsprechenden Punkt initialisiert werden. Dann führt man den eigentlichen Test aus, in unserem Fall jetzt immer über Methodenaufrufe. Das haben Sie in dem Dreiecksbeispiel gesehen. Initialisierung, wie gesagt, hatten wir in dem Beispiel eigentlich keine. Und dann prüfen Sie mit Assert nach, ist das, was rausgekommen ist. Und dann muss man unter Umständen nachher analog zur Initialisierung vielleicht auch aufräumen. Das heißt, man muss auch wieder Ressourcen vielleicht freigeben, Dateien schließen, Netzwerkverbindungen abbauen, Handles an Datenbanken zurückgeben, also Sachen. Ja. Das liegt einfach daran, weil Sie natürlich nachher automatisiert testen wollen. Das heißt, Sie möchten eine hohe Menge von Testfällen automatisiert durchführen. Und das heißt, ein Testfall sollte das Programm nicht in irgendeinem Zustand hinterlassen, wo der nachfolgende Testfall keine Chance mehr hat, ausgeführt zu werden. So, testen ist jetzt der, wenn man so will, der dynamische Vergleich von tatsächlichem und erwünschtem spezifizierten Verhalten. Wie gesagt, wenn Sie keine Spezifikation haben, können Sie natürlich trotzdem Testfälle aufschreiben. Sie müssen sich halt nur immer für jeden Einzelfall überlegen, was hätte die Software tun sollen. Was heißt das Wort dynamisch hier? Dynamisch heißt durch die Ausführung der Software. Ja? Durch die Ausführung der Software prüfen Sie, ob die Software das tut, was erwartet ist. Das ist allemal besser, als sich von Hand oder so ohne Computer hinzustellen und quasi das Programmlisting vor sich zu haben und dann Variablen von Hand zu belegen mit Werten und dann selber durchspielen, was passiert, tut es das, was es soll. Das ist wirklich die allerdümmste Form der Qualitätssicherung, weil das kann der Computer besser und schneller als Sie. Variablenwerte einsetzen, schauen, wie das Programm abläuft. Genau das soll der Computer tun. Nichtsdestotrotz, es gibt auch eine ganz große, wichtige Art von Qualitätssicherungstechniken, die nichts mit Programmausführung zu tun haben, und das ist die sogenannten Verifikationstechniken. Und die möchte ich der Vollständigkeit aber zumindest mal auf der Tonspur erwähnen. Es gibt nachher ganze Vorlesungen, die Sie im Hauptstudium, Master dazu hören können. Und zwar geht es darum, zu sagen, ich habe eine Spezifikation und ich habe ein Programm und ich versuche durch mathematische Techniken, Beweistechniken nachzuprüfen, zu beweisen, dass das Programm tatsächlich der Spezifikation entspricht. Wenn dieser Beweis fehlschlägt, habe ich je nach Technik dafür sogar dann das Beispiel, also die Variablenbelegung, wo es fehlschlägt. Das ist das große Gebiet des sogenannten Model-Checking, der Modellprüfung. Oder aber ich versuche, einen Beweis zu führen. Wenn es mir nicht gelingt, diesen Beweis zu führen, dann ist das eben ein Hinweis darauf, dass irgendwo ein Fehler in dem Programm ist. Wenn ich den Beweis geführt habe, ist klar, dass die Software das tut, was in der Spezifikation ist. Jetzt könnte man sagen, ja, warum machen wir denn jetzt nicht das? Das ist doch eigentlich viel schicker als Testen. Und nun stimmt, ja, Verifikation hat einen riesengroßen Vorteil gegenüber Testen, nämlich sie ist nicht fallbasiert. Testen ist, wie ich sagte, immer natürlich davon abhängig, dass Sie eine gute Testüberdeckung haben, weil Sie immer nur Einzelfälle abprüfen und eben bei einer potenziell unendlichen Menge von Programmdurchlaufpfaden haben Sie natürlich keine Chance, mit endlich vielen Testfällen immer alles abzudecken. Das Problem löst die Verifikation. Wenn man so will, ist Verifikation eben allquantifiziert. Sie können über alle Variablenbelegungen, haben Sie eine Aussage, dass die Software nachher funktioniert.
Das ist also insofern wesentlich aussagekräftiger als testen, wenn Sie, das ist ja genauso wie in der Mathematik, wenn Sie ein Theorem bewiesen haben, ist vollkommen egal, für welche variablen Werte Sie nachher Sie in der Gleichung einsetzen. Das Theorem ist ja bewiesen und gilt. Ja, und Sie haben den Beweis für alle variablen Werte gesetzt. Und genauso ist es auch mit der Programmverifikation. Verifikation hat aber auch zwei, sag ich mal, Nachteile oder Schwachstellen. Das eine ist, es ist manchmal nicht so leicht, in der Verifikation Situationen der Umgebung abzubilden. Also wie zum Beispiel, mein Programm läuft und plötzlich ist kein Speicher mehr da. Oder mein Programm läuft und es schaukeln sich arithmetische Fehler so stark auf, dass zum Beispiel Gleitkomma-Ergebnisse nicht mehr ganz stimmen. Das ist sehr, sehr mühsam in der Verifikation nachzubilden. Das ist der eine Grund, warum Verifikation nicht so eine totale Korrektheitsaussage macht, wie man das sich vielleicht schnell vorstellt. Der andere Nachteil bei der Verifikation ist, es setzt natürlich eine formale Spezifikation voraus, wie wir eben diskutiert haben, die haben Sie nicht immer. Und wenn Sie sie haben, wissen Sie nicht genau, ob sie wirklich korrekt ist, die formale Spezifikation. Und es skaliert halt auch nicht besonders gut, Verifikation. Das heißt, sehr, sehr große Programme bekommen Sie damit eben nicht komplett verifiziert, sondern immer nur kleinere Teile. Das liegt an dem hohen, oft manuellen Aufwand, den Sie bei einigen Verifikationstechniken haben. Nichtsdestotrotz, es macht natürlich Sinn, beide Qualitätssicherungstechniken quasi zu kombinieren. Also man kann weder sagen, ich verlasse mich nur auf Testen, mehr brauche ich nicht. Na, es gibt durchaus Software, wo es Sinn macht, Teile davon, kleine Teile rauszufaktorisieren und zu verifizieren. Genauso wie es natürlich auch albern wäre zu sagen, meine Software ist verifiziert, ich weiß, dass ja im Prinzip nichts passiert. Wie gesagt, wichtig ist hier die Kombination. Es gibt mittlerweile etwas, wenn man so will, abgeschwächte Varianten des Verifizierens, Dinge, wo Sie bestimmte Fehlerklassen statisch abprüfen und die dann auf einen Schlag bewiesenermaßen ausgeschlossen werden. Und das ist eine Sache, das Einfachste, das kennen Sie alle mal, das ist das Typsystem. Ihr Java-Compiler prüft eine bestimmte Klasse von Fehlern, nämlich Typfehler, statisch ab beim Kompilieren. Das heißt, wenn der Compiler erfolgreich durchläuft, wissen Sie zwar nicht, dass Ihr Programm wirklich absolut fehlerfrei ist, aber Sie wissen, dass eine bestimmte Klasse von Fehlern nicht mehr auftritt. Ja? Und das, also zum Beispiel Zuweisungen von Zahlen an Strings oder Strings dazu übergeben, wo eine Zahl ist. Also diese ganzen klassischen Typfehler, die schließen sich schon mal aus. Dann gibt es weitergehende Werkzeuge, die etwas mehr Fehler schon automatisch testen. Einige kennen das vielleicht von der Softwareentwicklung schon, Findbugs zum Beispiel. Das ist so ein Werkzeug, was statisch prüft, eine bestimmte Klasse von Fehlern abprüft. Nicht alle Fehler, ja, diese totale Verifikation hat man eben nicht, die so gut skaliert. Aber Findbugs skaliert eben ganz gut, weil es eben nur eine bestimmte Klasse von Fehlern abprüft. Und das sollten Sie auch alles kombinieren. Sie sollten also immer nicht nur sich auf eine Technik verlassen. Wie gesagt, was man mit testen will, ist der Nachweis, dass die Funktionalität erfüllt ist. Aber wie gesagt, denken Sie dran, es ist eben kein mathematischer Beweis, weil Sie eben nicht allquantifiziert arbeiten, sondern immer nur für jeden einzelnen Testfall. Es geht natürlich darum, Fehler zu entdecken und damit also auch nachher durch Debugging rauszuholen. Jetzt ist eine Frage, sollten Programmierer ihre eigenen Programme testen? Psychologisch betrachtet eigentlich lieber nicht. Ja, das ist klar, weil Sie sind natürlich als Programmierer eher stolz auf Ihre Software und haben gar nicht so ein hohes Interesse, das aufs Kreuz zu legen. Aber in der Praxis wird das natürlich so sein. Ja. Sie werden natürlich auch die Testfälle für Ihre eigene Software schreiben. Und es gibt auch einen bestimmten Stil, den Sie auch mal später in der Softwaretechnik 2 kennenlernen, testgetriebene Softwareentwicklung, wo man sagt sogar, der Entwickler schreibt, bevor er seine Software schreibt, erstmal die Testfälle dafür. Genau, das hat man schon besprochen. Ein Testfall besteht immer aus Eingabe und erwarteter Ausgabe. Plus unter Umständen ein paar Ausführungsbedingungen, also zum Beispiel Dinge, die in der Umgebung bereitgestellt werden müssen, dass die erstmal auch vorhanden sind im Testfall. Und früher bei Windows XP waren die Testfälle tatsächlich auch die einzige Spezifikation. Und da braucht man gar nicht Microsoft-Bashing machen, das ist heute noch bei vielen Systemen der Fall so. Ja. Dann hatte mal die EU-Kommission verlangt, die Schnittstellen offen zu legen. Das lag weil Microsoft damals quasi auf die brillante Idee kam, ihren Netzbrowser damit zu verkaufen, dass sie sagten, der ist untrennbar mit dem Betriebssystem verknüpft. Und wenn Sie Windows kaufen, können Sie nur Explorer verwenden. Und da hatte Microsoft gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Hat die EU gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Und hat dann Microsoft gezwungen, diese Schnittstellen zwischen Explorer und dem Betriebssystem offen zu legen. Naja, und dann hat man halt gemerkt, was in diesen Schnittstellen drin war, das war eigentlich nur über die Testfälle spezifiziert. Dann gibt es noch eine wichtige Begriffsunterscheidung, und zwar im Englischen unterscheidet man zwischen Failure und Fault.
Im Deutschen übersetzt könnte man sagen, sowas wie Failure ist der Ausfall oder das Versagen oder die Fehlfunktion und Fault ist ein Fehler. Das ist umgangssprachlich sicherlich ziemlich synonym. In der Informatik unterscheidet man das relativ strikt. Das eine, der Failure, also der Ausfall des Systems, ist im Prinzip zur Laufzeit, wenn das System abstürzt oder das System zur Laufzeit einen falschen Wert liefert, also nicht das tut, was es soll und eben so eine Abweichung von der Spezifikation hat. Der manifestiert sich aber, wie gesagt, zur Laufzeit. Also wenn ein Programm, was gar nicht abläuft, kann auch gar keinen Ausfall haben. So, dann gibt es in einem Programm auch tatsächlich den Fehler oder englisch präziser den Fault. Das ist jetzt ein inkorrekter Schritt, der im Programm drinsteckt. Und das ist einmal sehr wichtig, dass man diesen Unterschied begreift, nämlich es kann ja sein, dass Sie zwar merken, Ihr Programm liefert ein falsches Ergebnis, aber Sie wissen nicht, an welcher Stelle liegt jetzt tatsächlich der Fehler, den ich korrigieren muss, damit das nicht mehr passiert. Ja? Und das ist dieses Schließen quasi vom Failure, vom Ausfall, von dem Fehlverhalten, Fehlfunktion auf den eigentlichen Fehler. Das ist ja genau dieser Vorgang des Debugging, wo Sie eben schrittweise das Programm durchgehen und versuchen nachzuvollziehen, wo ist jetzt genau im Programmablauf diese Abweichung von meiner erwarteten Handlung. Weil Sie natürlich sonst, wenn das Programm nicht im Debug abläuft, natürlich gar nicht reingucken können, das Programm immer nur an bestimmten Stellen sehen, was ist die Ausgabe. Ein anderer Grund, warum das wichtig ist, ist das folgende. Und zwar, stellen Sie sich vor, Sie haben Software, da steckt auch tatsächlich irgendwo ein Fehler drin, das heißt also irgendwo ist was inkorrekt implementiert worden, aber Sie führen diese Stelle nicht aus. Dann läuft die Software sehr, sehr zuverlässig, solange Sie eben nicht an diese fehlerhafte Stelle kommen. Ein anderer, der die Software anders verwendet, nimmt dieselbe Software, kommt auf diesen Fehler und sagt, die Software ist sehr unzuverlässig. Sie merken also eine Aussage wie die Zuverlässigkeit der Software, also die Erwartungskonformität der Software, ist immer relativ zur Art der Benutzung. Und das liegt eben daran, weil wenn irgendwo an einer Stelle ein Fehler ist im Programm, noch nicht automatisch gesagt wird, dass auch das Programm tatsächlich über diese Stelle läuft. Es gibt von der Firma IBM, die immer sehr genau auch Fehlerrückläufe, Fehlermeldungen der User spezifiziert hat, durchaus Fehlerdatenbanken, wo man gesehen hat, sie haben mal eine Funktionalität in einer Software hinzugefügt, das war ein Compiler, eine besondere Optimierung und 6 Jahre später hat man erst gemerkt, oh, das war ein Fehler, das, was man hier hinzugefügt hat. Das heißt, 6 Jahre lang hat kein Mensch diesen Teil der Software verwendet für den Fortran-Compiler. Und ein Compiler wird relativ häufig aufgerufen. Ja? Das ist nichts, was also nur alle 6 Jahre vielleicht einmal aufgerufen wird. Und daran merkt man eben, dass das ist sehr wichtig, das Fehlverhalten ist nicht dasselbe wie der Fehler in der Software. Dann gibt es zu allem Überfluss und gerade für uns Deutsche dann sprachlich aus der Verwirrung den Error selber. Ja? Mit Error ist im Prinzip der Unterschied zwischen dem tatsächlichen und dem erwünschten Programmzustand gemeint. Also wenn man so will, quasi die Variablenbelegung, wie sie tatsächlich ist und wie wir sie erwartet hätten. Und das kann zu einem Failure führen, muss aber nicht, weil es unter Umständen zwischendurch abgefangen wurde oder weil es im Prinzip durch Redundanz repariert wurde. Ja, Sie bekommen im Prinzip andere Berechnungsergebnisse und dann merkt man, oh, da ist ein Fehler gewesen und das kann ich jetzt im Prinzip dadurch korrigieren, weil ich noch andere Berechnungsergebnisse habe. Und genau diese Errors, die überprüfen wir mit den Assertions. Ja? Wenn wir also Assertions schreiben und dann eine logische Bedingung, prüfen wir danach, entspricht der Programmzustand noch unseren Erwartungen. Ja? Schauen wir uns das nochmal im Beispiel an. Hier dieser Programmtext ist nicht ganz korrekt. Es geht hier um eine Suchfunktion. Es wird ein Array von Integers A übergeben, ein Element P, ab dem gesucht wird ein Integer X. Und zurückgegeben werden soll die Stelle, wo dann dieser Integer gefunden wird, oder minus 1, falls er nicht gefunden wurde. Und es sind einige Fehler hier drin. Also Sie sehen zum Beispiel hier wird immer ab 0 gesucht. Es sollte aber nach der Spezifikation ab P gesucht werden. Dasselbe ist, und das sollte schon syntaktisch Ihnen sofort ins Auge springen, wenn Sie bei einer Vorschleife kleiner gleich sehen, das ist meistens ein Fehler. Grundsätzlich. Ja. Warum? Weil halt bis zu einer Obergrenze gelaufen werden soll
Und da man immer anfängt bei Null das Ganze abzusuchen, ist da die Länge selber schon der Wert, der zu groß wäre. Es geht nur immer bis minus 1. Deswegen ist in C, C++, Java ein kleiner Gleich in der Vorschleife fast immer ein Fehler. So, und dann schauen wir mal drin, weiterer Fehler. Sie geben hier immer, wenn Sie das finden, das P zurück, aber Sie wollten ja die Stelle zurückgeben, wo es gefunden wurde. Und das ist natürlich nicht immer P, sondern es wäre natürlich I korrekt. Index. Und das ist wieder korrekt, minus 1 zurückgeben, wenn das Ganze gar nicht gefunden wurde, dann klar, wie gesagt, da sollte man minus 1 zurückgeben. Und jetzt kann man hier einen Testfall aufschreiben. Das ist unser Integer-Array. Ich will ab der vierten Stelle, 1, 2, 3, 4, den Wert 3 suchen. Ja, der taucht da auf und da. Und jetzt prüfe ich nach, R gleich 5, also diese Stelle, und lasse das Ganze durchführen und bekomme einen Failure, weil R gleich 4 ist. Ja. So, und jetzt entdeckt man also hier die Sachen, die ich eben schon Fehler mitgenommen habe. Hier ist ein Fehler, hier ist ein Fehler und da ist ein Fehler. Und Sie merken also, das Mapping von Failures auf Faults ist nicht trivial. Ja, also weil Sie haben hier viele Faults drin, einen Failure. Das heißt, beim Debuggen sollten Sie auch immer dran denken, es kann natürlich sein, dass quasi ein Fehler den nächsten verbirgt und trotzdem mehrere drin sind. So, und das ist jetzt nochmal das auch aufgeschrieben, was ich schon eben so ein bisschen erwähnt hatte. Also, was ist Testen nicht? Es hilft Ihnen nicht unbedingt zur Fehlerlokalisierung. Das hat, also Fault Localization, das hatten wir eben im Beispiel gesehen. Sie haben einen Failure, das ist das Assert, wo jetzt genau die Fehler sind. Müssen Sie erstmal noch mühsam suchen. Deswegen aber auch Testfälle möglichst prägnant machen, das macht es Ihnen leichter, diese Fehlerlokalisierung. Und das Beheben von Fehlern ist natürlich schon gar nicht. Das müssen Sie natürlich manuell machen. Dann alternative Methoden hatte ich eben erwähnt. Statische Verfahren. Es gibt automatisierte, das ist die Verifikation. Dann gibt es auch manuelle. Und jetzt kommt genau der Punkt, der vielleicht ein bisschen kontraintuitiv ist, aber ich erzähle Ihnen jetzt mal eine wahre Anekdote. Und zwar, früher in den 60er Jahren war das üblich, dass der Programmierer oder die Programmiererin in einen Lochkartenstapel sein Programm oder ihr Programm reingetippt hat, damit zu einem Operator gedackelt ist, der hat das mal irgendwann in die Rechenlage eingelegt und dann kam das Ergebnis zurück. Und das hat natürlich gedauert, diese Turnaround-Zeit, also zwischen ich habe getippt und weiß das Ergebnis. Und wenn dann natürlich drin steht, Syntaxfehler in Zeile 3 als Ergebnis, dann war das schon mal ziemlich unbefriedigend. Und wenn ein fehlerhaftes Ergebnis rauskam oder ein Programmabbruch, war das natürlich auch extrem unbefriedigend. Ich nehme ungern den Laserpointer, um in Gesichter rein zu pointern, aber euer Gesprächskreis hier könnt ihr draus verlegen. Ja. Weiterhin ist es so, als man dann bei IBM dachte, aha, eine große Steigerung der Produktivität ist es jetzt, wenn die Leute nicht mehr immer alles auf Lochkarten machen, sondern am Terminal sitzen. Das ist zwar jetzt nicht ganz so gut wie jeder seinem Laptop, aber quasi ich tippe, ich sehe im Editor, was passiert und durch eine elektronische Verbindung zu meiner Großrechneranlage bekomme ich dann halt eben quasi, wie wir das gewöhnt sind, sofort das Ergebnis zurück. Und dann dachte man, das steigerte die Entwicklerproduktivität ungemein. Und das war so Anfang der 70er gewesen, wo man das bei IBM eingeführt hatte. Und was man gemerkt hatte, war interessanterweise, dass die Softwarequalität massiv runterging. Dachte man, das ist aber komisch. Ja, wir haben jetzt erwartet, dass im Prinzip die Produktivität hochgeht. Und zumindest mal die Qualität geht rapide runter. Und was war der Hintergrund gewesen? Naja, die Leute wurden bei der Entwicklung einfach schlampiger, weil sie gesagt haben, na, ich kann ja mal schnell den Compiler aufrufen, ich kann ja mal schnell ein paar Testfälle durchspielen und dann sehe ich ja schon, ob meine Software läuft. Im Vergleich zu vorher, oh, ich gucke mir aber meine Software lieber ein paar Mal genauer an, bevor ich jetzt damit zum Operator dackel, nachher kommt irgendwie Syntax-Error zurück oder sowas. Und das ist in der Tat so geworden. Vorher hatte man sich sehr genau die Software statisch, manuell, deswegen hier an der Stelle diese Anekdote erzählt, manuell, statisch angeschaut, ist das, was ich hier hingeschrieben habe, wirklich das, was ich gemeint habe, macht das wirklich Sinn? Und das hat man dann aufgegeben, weil man dachte, naja, ich kann ja interaktiv am Terminal programmieren, kompilieren, ablaufen lassen, ebenso wie wir das heute auch gewohnt sind. Und dann werde ich ja schon zufällig feststellen, wenn ein Fehler da ist. So ist aber natürlich nicht. Ja? Vorher haben Sie drüber nachgedacht, was Ihre Software macht. Jetzt haben Sie sich auf Testfälle verlassen und wie ich gesagt habe, Testfälle, immer nur endlich viele Fälle. Sie bekommen also natürlich nicht die Korrektheit angegeben durch die Testfälle. Und das ist eine sehr interessante Beobachtung. Das hat dann IBM dazu genutzt und gesagt, okay, wenn das
dieses interaktive Programmieren dazu führt, dass die Leute schlampiger werden. Und der Zustand vorher, wo wir eigentlich dachten, der wäre schlechter, dass die Leute immer gezwungen sind, über ihre Software nachzudenken, wenn das aber tatsächlich zu einer besseren Qualität führt, dann können wir das ja auch in Zeiten eben moderner interaktiver Terminals simulieren. Und dabei ist das sogenannte Clean Room Software Engineering entstanden. Und Clean Room Software Engineering, also vom Namen nach so Reinstraum, genau wie in der Hardware-Herstellung, wo im Prinzip jedes Staubkorn dazu sorgt, dass ein Wafer irgendwie kaputt geht und irgendwie ein paar hunderttausend wieder in Sand gesetzt sind. Genauso dachte man auch hier, ich mache eine Softwareentwicklungsumgebung, wo quasi Fehler von vornherein ausgemerzt werden. Und was hat man gemacht? Man hat Teams separiert. Man hat gesagt, es gibt das Entwicklungsteam und es gibt das Testteam. Und das Entwicklungsteam in der Hardcore-Variante hatte noch nicht mal einen Compiler. Die hatten nur einen Editor und mussten selber quasi durch drauf gucken, abchecken, gibt es jetzt Syntaxfehler, gibt es Dinge, wo ihm der Compiler meckert. Und erst wenn sie sich absolut sicher waren, wurde die Software zum Testteam gegeben. Und das hat dann natürlich auf Teufel komm raus getestet und hat damit aber im Wesentlichen versucht, die Zuverlässigkeit der Software festzustellen. Also es hat gar nicht versucht, den Leuten Hinweise zu geben, wo sind Fehler, sondern einfach nur versucht zu sagen, wenn diese Software jetzt im realen Betrieb eingesetzt würde, wie lange würde sie quasi bis zum Ausfall brauchen. Ja, und man hat also versucht, dann das heißt ein statistisches Testen, also die Software so zu testen, wie nachher die Benutzung auch ist. Und das Interessante ist, damit ist die Qualität tatsächlich auch wieder massiv hochgegangen. Und nur so ein paar Beispiele. Damit wurde zum Beispiel die Software für die IBM Typenkopfschreibmaschine entwickelt, Mitte der 80er, 65.000 Zeilen Code, kein Fehler. Das ist gut, jetzt kann man sagen, naja gut, Typenrad, ne, Typenkopf, ziemlich langweilig, 65.000 Zeilen Code, pff, auch nichts Großes mehr heutzutage. Stimmt, aber es wurde damit zum Beispiel auch die Software für Space Shuttle geschrieben. 6 Millionen Zeilen, relativ übler Assembler-Code. Es gab 5 oder 6 Fehler, die alle super unkritisch waren. In der gesamten Mission-Time vom Space Shuttle. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. 6 Millionen Zeilen Assembler-Code und quasi kein relevanter Fehler drin. Wurde halt mit Cleanroom Software Engineering entwickelt. Jetzt kann man sagen, naja, warum setzt man das denn nicht immer ein? Die Antwort ist, naja, weil jede Codezeile ungefähr 3 bis 6 Mal so teuer ist, wie wenn ich es anders machen würde. Und das ist natürlich klar, ist extrem teuer. Zweiter Nachteil ist auch nicht objektorientiert, das ist alles noch aus den Zeiten, wo es das alles nicht gab. Das heißt also, ein bisschen schwieriges Thema, das Cleanroom jetzt in der Breite auszurollen, trotz der Erfolgsgeschichten. Aber es gibt noch andere Techniken, die Sie auch in weiteren Vorlesungen kennenlernen werden im Studium. Reviews, Inspektionen, Walkthroughs, das sind alles manuelle statische Codeanalyseverfahren, wo Sie oder Kollegen sich hinsetzen und die Software sich anschauen und im Prinzip durch draufschauen versuchen, Fehler zu finden. Aber eben nicht, wie wir eben gesagt haben, mit manuellem Testen. Ich belege mal ein paar Variablen und gucke dann eben manuell, was passiert. Das macht, wie gesagt, der Computer in der Tat viel schneller und effizienter. Nein, aber schon eher im mathematischen Sinne. Unabhängig von der Variablenbelegung macht es hier Sinn, was da steht. Und das ist in der Tat eine der ganz großen Software-Qualitätssicherungstechniken, diese sogenannten Reviews, wo einige meiner Kollegen, in der Regel 3 oder 4, meine Software lesen, sich anschauen und dann mit mir nachher als Autor in einem geordneten Treffen durchdiskutieren. Inspektionen und Walkthroughs sind, wenn man so will, Sonderformen, vereinfachte Versionen von Reviews. Das wird aber alles später Ihnen mal beigebracht. Zum Beispiel bei mir am Lehrstuhl, die Software, die da entwickelt wird, also dieser Palladio-Simulator und einiges anderes, sind auch immer studentische Arbeiten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, gibt es auch, wenn viel Software entwickelt, auch immer eine Review-Sitzung, also das üben wir auch quasi ein. Und das ist eine der neben dem Testen vielleicht wichtigsten Qualitätssicherungstechniken, jetzt hier nochmal alternativ auch gezeigt. So, warum ist Testen schwierig? Naja, zum einen, weil ich ja nicht weiß unbedingt, wie gut ist ein Testfall, ja. Wenn ich also sage, ein Testfall ist gut, wenn er Fehler findet, kann man das wirklich sagen? Hängt das nur vom Testfall ab? Natürlich nein, es hängt auch von der Software ab. Weil wenn ich mit dem Testfall, der vorher einen Fehler gefunden hat, den nach der Korrektur des Fehlers nochmal laufen lasse, wird er wahrscheinlich keinen Fehler mehr zeigen. Ist jetzt der Testfall schlechter geworden? Nee, kann man ja irgendwie nicht sagen. Ne? Eigentlich ist ein guter Testfall einer, der mit einem wahrscheinlichen Fehler mit einem angemessenen Aufwand findet. Ja? Weil es gibt eben Kosten, die Tests zu schreiben, auszuführen, auszuwerten. Dann gibt es natürlich auch wiederum Kosten für verbleibende Fehler, je nach Schwere. Ja. Es gibt Fehler, die nicht teuer sind, aber es ist natürlich klar, es gibt Fehler, die auch sehr schnell zu einem kritischen Verhalten der Software führen, wo dann das Ganze teurer wird. Das muss man abwägen. Ja, es ist auch immer eine schwierige Frage, wie lange soll man eigentlich testen? Ja, und im Prinzip ist immer so die Aussage hier, so wenig testen,
wie möglich, aber eben so viel wie nötig. Und genau das ist immer so ein bisschen die spannende Frage, wie viele Testfälle braucht man? Es gibt relativ ausgefeilte statistische Verfahren, Formeln, die Ihnen sagen, für welche Zuverlässigkeit brauchen Sie wie viele Testfälle. Das Schlimme ist nur, für gerade die hohen Zuverlässigkeitswerte, also Software im kritischen System sollte quasi eine Ausfallzeit von 10 hoch minus 9 haben, das ist so der Höchstzuverlässigkeitsbereich, da brauchen Sie halt selbst bei einfacher Software Millionen, Milliarden von Testfällen und die alle aufzuschreiben, zu finden, das ist halt nicht so einfach. Wir können natürlich darauf testen, dass es keine Exceptions gibt. Das ist immer so die Notlösung, wenn man sagt, ich habe keine gute Spezifikation, ich weiß nicht genau, was an Zahlenwerten die Software rausmacht, das ist mir zu kompliziert. Ich will aber einfach mal die Software testen und wenn jetzt eine Exception kommt, dann war ja offenbar was, da habe ich irgendwas angestellt, was man hätte vermeiden können. Das stimmt, das gibt es und das ist dann ein robustes Testing, aber es ist natürlich eigentlich im engeren Sinne kein Testen der Funktionalität der Software. Ich teste nur, wie robust ist die Software. Mit Robustheit meinen wir Informatiker die Fähigkeit, dass sich ein IT-System auch unter nicht spezifizierten Situationen sinnvoll noch verhält. Also sprich fehlerhafte Benutzereingaben, Dinge, die eigentlich keinen Sinn machen, aber da soll die Software halt nicht abstürzen. Dann ist es so, ich habe, ich sagte, in der Regel potenziell unendlich viele Pfade, wie ich durch das Programm durchlaufen kann. Ich habe aber nur endlich viele Testfälle, auch weil es eben das Aufstellen der Testfälle und das Durchführen der Testfälle nun mal Zeit kostet. Was man idealerweise versucht, ist, die Tests so zu klassifizieren, dass man sagt, ich habe Klassen von Eingaben und wähle dann darin einen repräsentativen Testfall. Sie haben das in unserem Eingangsbeispiel gesehen. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte testen, ob ein gleichschenkliges Dreieck auch als solches erkannt wird. Naja, und dann spiele ich mal alle Variationen durch, wie die Schenkel Dreieck sein können. Gibt es halt nur mal drei Stück, in welchen Winkel die sich eben gruppieren. Und dann denke ich mal, das war hoffentlich also ausreichend und repräsentativ genug. Jetzt gibt es einmal den Ansatz, dass man rein von der Spezifikation durchgeht, so wie wir das gemacht haben, indem ich sage, ich gucke mir die Spezifikation an und ich klassifiziere dadurch quasi meinen Eingaberaum. Das haben wir gemacht bei unseren Dreiecken. Wir haben im Prinzip von jeder Art von Dreieck, gleichschenklig, gleichseitig und so weiter, unsere Spezifikation erstellt, unseren Testfall. Es gibt aber auch die andere Technik, und das nennt sich dann Whitebox-Testing, dass man sagt, dass das, was hier strukturbasiert ist, dass man sagt, ich schaue mir den Code an und möchte bestimmte Überlagerungskriterien abgedeckt haben. Werde ich nachher nochmal konkreter sagen, aber im Wesentlichen sagt man, ich möchte zum Beispiel jetzt, dass jeder if-Zweig einmal gewählt wurde. Ja, es wäre blöd, wenn ich nur Testfälle habe, die immer quasi beim if durchlaufen und nie durch else. Else muss auch mal getestet werden. Ja? Das ist also dann strukturbasiert. Und da gibt es eben verschiedene Kriterien. Zum Beispiel, ich habe jede Zeile einmal ausgeführt oder jede Bedingung wurde einmal true und einmal false ausgewertet. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Kriterien dann. Dann kann ich noch durch das Wissen um typische Fehler testen, indem ich weiß, es gibt bestimmte Fehler, die tauchen häufiger auf beim Programmieren. So der Klassiker, der vielleicht Ihnen auch schon häufig begegnet, eben dieses sogenannte off-by-one, also dieses um eins was falsch machen, also gerade beim Iterieren über Datenstrukturen. Wir hatten das eben auch in unserem Beispiel, wo man bei der Länge zu spät aufgehört hat. Das ist so ein klassischer off-by-one-Error. Und jetzt könnte man sagen, naja, ich gucke mir den Code an, überlege halt, wo könnten genau diese zum Beispiel off-by-one-Errors sein oder andere Fehlerklassen und versuche genau dafür Testfälle zu machen. Die Idee ist zwar irgendwie verlockend, aber es krankt im Wesentlichen an einer dummen Eigenschaft von Software. Und zwar, es gibt projektübergreifend eigentlich keine guten Fehlerklassen oder Fehlergruppierungen, die häufig auftauchen. Ja? Das liegt daran, stellen Sie sich vor, Sie entwickeln zum Beispiel eine Software in einem bestimmten Anwendungsgebiet, machen das mit super erfahrenen Leuten. Sie haben Checklisten, wo alles an Fehlern, was schon mal irgendwie auftauchte, abgeprüft wird für ein Review. So, und dann ist doch klar, dass andere Fehler in dieser Software noch drin sind, als wenn Sie in eine Software reingehen, wo zum Beispiel überhaupt keine Reviews gemacht werden. Das Testen macht man mal so ein bisschen an der GUI und fertig. Ja? Ist doch klar, dass die Fehlerverteilung vollkommen anders ist, weil die Art der Qualitätssicherung, die Sie bei der Softwareentwicklung hatten, auch eine komplett andere ist. Ja? Und das ist halt manchmal ein bisschen schwierig, ja? Dass man jetzt sagt, das klingt zwar immer so plausibel zu sagen, häufig auftauchende Fehler, aber wie gesagt, was sind häufig auftauchende Fehler? Das ist halt sehr, sehr projektabhängig bei der Software. Da gibt es auch Untersuchungen zu, wo man große
Software-Repositorien genommen hat, untersucht hat, was sind gängige Fehler. Und man merkt, es gibt tatsächlich pro Repository, pro Projekt gängige Fehlertypen, nur dummerweise unterscheiden die sich halt über die Projekte. Und wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich auch wenig verblüffend, dass es eben nicht die allgemein häufigen Fehler gibt. Ja. So, wie ich sagte, Testfall, wann hört man auf mit Testen? Wann sind wir fertig? Das fragen Sie sich vielleicht jetzt in der Vorlesung auch gerade. Also die Antwort ist in einer halben Stunde. So, und beim Testen ist es nicht ganz so einfach. Also ein Kriterium ist, wenn ich keine Zeit mehr habe. Ja gut, ich meine, da machen Sie einfach nichts, dann ist irgendwann auch die Zeit um. Also das ist nicht irgendwie ein besonders schlaues Kriterium, aber es ist in der Tat das häufigste Kriterium, was man in der Praxis findet. Ja, es gibt irgendein Datum, was dem Auftraggeber versprochen wurde, bis dahin ist die Software fertig. Ungefähr eine halbe Nacht vorher ist dann tatsächlich auch das letzte Modul geschrieben, die Software ausführungsfähig, und dann testet man halt noch einen halben Tag und sagt, okay, das war's jetzt. Ne? So, klar, das ist nicht unbedingt besonders hilfreich. Dann gibt es ein Kriterium, was vielleicht ein bisschen plausibler schon klingt. Naja, dann, wenn ich keine weiteren Testfehler mehr finde, dann könnte man sagen, okay, jetzt bin ich ja offenbar fertig, ich habe meine Tests durchlaufen lassen, jetzt laufen alle meine Tests durch, ich finde keine Fehler mehr, dann kann ich es ja jetzt zum Kunden geben. Naja, auch das hilft leider nicht so viel, weil es hängt natürlich sehr stark von der Qualität der Testfälle ab, die Sie haben. Ja, wenn Sie natürlich Testfälle haben, die die Art der Benutzung überhaupt nicht widerspiegeln, dann macht Ihr Benutzer garantiert als erste Aktion mit der Software irgendwas, was Sie halt gar nicht getestet haben, und insofern wissen Sie auch wieder nicht, was rauskommt. Was ein bisschen besser schon ist, wenn man ein strukturelles Kriterium dabei erfüllt. Strukturell wäre jetzt die Beispiele, jede Zeile wurde einmal ausgeführt. Auch das ist natürlich keine Garantie, dass gar kein Fehler mehr in der Software drin ist, weil ob eine Zeile fehlerfrei ausgeführt wird oder nicht, hängt natürlich auch davon ab, was vorher passiert ist in dem Programm. Und Sie können sich problemlos Fälle vorstellen, wo Sie sagen, ich iteriere zweimal durch eine Vorschleife, alles ist gut. Wenn ich aber mal in dem Fall bin, wo ich dreimal durch iteriere, kracht es. Ja? Trotzdem haben Sie natürlich die Zeilen in der Vorschleife schon alle lässig überdeckt, auch mal mit einmal oder zweimal Ausführung. Ja. Trotzdem, also das ist das, was eigentlich doch mit am besten ist, wenn man das hinbekommt, dass man, während man testet, egal ob die Testfälle jetzt Whitebox-mäßig, also strukturbasiert schon aufgeschrieben worden, oder auch nur Blackbox-mäßig, basierend also auf der Funktionalität. Wenn Sie aber ein Tool mitlaufen lassen, was trackt, was wird eigentlich von meinem Programm ausgeführt? Ja. Der Grund, warum das immer eine schlaue Idee ist, ist, wenn Sie merken, Ihr Software wird großflächig nicht überdeckt, es wird nur ein kleiner Teil überdeckt durch die Testfälle, dann haben Sie entweder schlecht gemachte Testfälle, weil Sie ja offenbar große Teile der implementierten Funktionalität gar nicht abtesten, oder aber Sie haben die Software schlecht programmiert, weil offenbar haben Sie vieles reinprogrammiert, was man ja gar nicht braucht zur Funktionalitätserfüllung. Aber irgendeins ist dann schräg. Ja? Also wie gesagt, wenn Sie schlechte Testfallüberdeckung haben, ist immer ein Zeichen, dass irgendwas nicht gut ist. Oder Sie haben schlecht testbare Software geschrieben. Das kann natürlich sein. Ja? So, man nimmt natürlich an, dass es einen strukturellen Zusammenhang gibt zwischen den strukturellen Kriterien, Zeilenüberdeckung, Bedingungsüberdeckung, Pfadüberdeckung, was es alles gibt, und dass ich Fehler entdecke. Wie gesagt, das muss nicht so sein, aber es ist plausibel zumindest mal. So, und dann gibt es natürlich, wenn ich sage, ich habe vorher 17 Fehler gefunden. Jetzt ist nun die Frage, ja, 17 Fehler, woher weiß ich denn, dass meine Software 17 Fehler hat? Ja? Es gibt mathematische Verfahren, die versucht abzuschätzen, wie viele Fehler sind in der Software. Und da kann ich natürlich sagen, oh, wenn ich 95% davon gefunden habe, ist gut. Nur klar, also das wünscht man sich, aber in der Praxis hat man nicht das mit der hinreichenden Genauigkeit, dass ich im Vorfeld weiß, wie viele Fehler sind in der Software. Ich meine, es ist ja auch so, stellen Sie sich das mal rein, auch durch plausibles Nachdenken vor. Sie bekommen eine Software, Sie testen sie exzessiv, Sie finden sehr viele Fehler. Heißt das jetzt, wenn Sie die Software aufhören zu testen, es sind jetzt wenig Fehler drin, weil Sie viele gefunden haben, oder heißt das, nee, die Software ist so schlampig entwickelt worden, weil Sie haben schon eine ganze Menge Fehler gefunden, dass wahrscheinlich noch viel mehr drin sind, die Sie noch gar nicht gefunden haben. Also es ist extrem schwer, von einem historischen Ergebnis des Testens, wie viele Fehler habe ich gefunden, mit welchem Aufwand, darauf zu schließen, was sind denn die Fehler, die noch übrig sind. Auch da gibt es wieder mathematische Modelle, die Sie in fortgeschrittenen Veranstaltungen hier auch beigebracht bekommen können. Aber wie gesagt, wie gut das ist, diese Modelle, das ist halt sehr fraglich. So, dann, wie gesagt, gibt es, das hatte ich eben schon auf der Tonspur erwähnt, zwei Arten von Teststrategien. Einmal die Eingabeparameter zu partitionieren, und das ist im Prinzip so eher über die Anforderungen zu gehen, und der andere ist halt
programmbasiert, dass man eben sagt, ich möchte bestimmte Überdeckungskriterien, Coverage Criteria ausfüllen. So, bei der Datenbasierung versuche ich den Eingaberaum zu partitionieren, wie wir das in unserem Dreiecksbeispiel gemacht haben, und versuche dann gute repräsentative Beispiele für jede dieser Klassen zu finden. Was relativ interessant ist, noch eine zusätzliche Technik, so Grenzwerte probieren. Ja, das geht dann schon eher in Richtung Robustes, aber man will natürlich schauen, was passiert zum Beispiel, wenn ich negative Zahlen gebe, wenn ich mal 0 reingebe, wenn ich zum Beispiel auch mal ein Max-Value reingebe, kann ja sein, dass vielleicht irgendwo ein Überlauf passiert, dass ich mal irgendwo eine leere Liste oder eine Null-Referenz reingebe, einfach mal zu schauen, wie verhält sich eigentlich die Software da. Wenn die Spezifikation das nicht ausschließt, dann muss sie sich noch sinnvoll dabei verhalten. Dann zur kurzen Auflockerung. Wer kann das lesen und weiß, was hier gemeint ist? Mal kurz Hand hoch. Ja, genau, immer mehr Hände gehen hoch. Ja, es ist eine bemerkenswerte Fähigkeit von uns Menschen, tatsächlich mit nur ganz wenigen Informationshinweisen den Rest sich sinnvoll zu ersetzen. If you can read this, you can get a good job in software testing, heißt das, ja. Und naja, so ein bisschen ist es halt auch beim software testen so, man muss sich halt immer das, was an Informationen fehlt, oft dazu reimen, um herauszufinden, was ist jetzt das, was auch schief gehen könnte. So, jetzt möchte ich noch am Ende kurz auf dieses Schlüsselwort eingehen, was wir eben kennengelernt haben, assert, ja, wo dann eine logische Bedingung steht, also ein Prädikat. Und die Assertions erlauben es, angenommene erforderliche Bedingungen, also Randbedingungen über den Programmzustand, wie er unserer Meinung nach korrekt ist, abzuprüfen zur Laufzeit. Die erste Variante, Assert-Bedingungen, haben wir schon kennengelernt. Das hat man, das, was wir eben auch verwendet haben. Man kann noch eine andere Variante des Befehls mit einem Doppelpunkt in einem String, eine etwas detailliertere Fehlermeldung angeben. Man kann auch sagen, genau an welcher Stelle ist was schiefgelaufen. Das hat zwei Vorteile. Erstmal, wenn das Assert schief läuft, dann weiß ich halt, okay, an der Stelle war es wohl gewesen, weil da war diese Fehlermeldung erzeugt worden. Es hat aber noch einen zweiten großen Vorteil, und zwar dokumentiert es auch den Sinn des Asserts. Also selbst wenn es nie fehlschlägt, also wenn Sie es nie nachher die Ergebnismeldung bekommen, trotzdem sehen Sie aber einfach dadurch eine Dokumentation im Code, warum wird denn angenommen, dass diese Randbedingung über den Programmzustand gilt. Ja, und das hilft eigentlich auch zum Verständnis. So, wenn ich jetzt als Beispiel habe den Code des Skalarprodukts von zwei Vektoren berechnen soll. Ja. Ganz kurz, schauen wir uns zuerst mal den Code an. Also Skalarprodukt bekommt zwei Vektoren von Gleitkommazahlen. U und V sind diese Vektoren als Arrays dargestellt. Jetzt ist das Ergebnis erstmal 0 und jetzt gehe ich in eine Schleife durch und multipliziere immer die entsprechenden Einträge der Vektoren immer am selben Index und summiere die auf. Das macht dieses Plus gleich und am Ende gebe ich das S zurück, das Ergebnis, die Summe. Ja, das ist die Definition vom Skalarprodukt. Kennen Sie von der linearen Algebra-Vorlesung spätestens. So, jetzt gibt es ein paar Sachen, die kann man schon vornherein mal reinschreiben. Also einmal, die Länge dieser beiden Vektoren sollte wohl gleich sein. Sagen Sie, ja klar, stimmt doch, nur klar, der Compiler hat keine Chance, das abzuprüfen, weil hier wird erstmal nur verlangt, dass beides Gleitkommazahlen sind in Arrays. Über die Länge wurde nichts gesagt, das kann das Typsystem nicht prüfen. Trotzdem wissen Sie, das muss immer der Fall sein, also können Sie hier schon mal gleich ein Assert reinhauen. So, hier gilt immer noch, dieses S muss den Wert haben aus dem Produkt und der Summe vorher und das gilt auch am Ende. Das ist also die Nachbedingung, ja. Da gibt es jetzt keine elegante Art und Weise, das hinzuschreiben, außer quasi in der Schleife. Deswegen haben wir das jetzt einfach nur mal so hingeschrieben. Was ich Ihnen aber hiermit zeigen will, es gibt grob gesagt drei Klassen von Assertions. Die sogenannten Vorbedingungen, das sind die, die prüfen, ob der Programmzustand beim Aufruf dieser Methode dot-product der richtige ist. Das heißt, dass die Parameter bestimmten Randbedingungen genügen und auch man könnte auch noch prüfen, zum Beispiel, ob andere Dinge in der Klasse, wo das zugehört, zum Beispiel irgendwelche anderen globalen Variablen initialisiert sind, ob irgendwelche
Umgebungsvariablen richtig setzen. Also alles, was quasi im Vorfeld geprüft werden muss, kann man mit einer Vorbedingung abchecken. Und dann gibt es analog dazu die Nachbedingungen. Die ist halt, wie gesagt, jetzt hier nicht richtig ausgeführt, weil um die auszuführen, müsste man den Code angeben. Aber Sie können sich zum Beispiel vorstellen, wenn Sie eine Klasse haben, die die Wurzel zieht, dann muss das Ergebnis im Quadrat nachher wieder die ursprüngliche Zahl sein, weil sonst war es nicht die Wurzel. Ja, und das können Sie dann als Nachbedingung hinschreiben. So, und dann gibt es sogenannte Schleifen-Invarianten. Genau, hier mal mathematisch jetzt hingeschrieben, was aber wie gesagt genau dasselbe ist, wie das, was natürlich in der Schleife passiert. Das, vielleicht nochmal gerade zur Nachbedingung, das gilt halt bis zur Länge minus 1, ja, von 0 bis zur Länge minus 1. Und das gilt jetzt hier quasi, während diese Summe aufgebaut wird, dass alles, was bisher summiert wurde, in diesem S drinsteht. Ja. Das ist jetzt zugegebenermaßen als Beispiel so trivial, dass Sie vielleicht denken, warum soll man das hinschreiben, aber Sie sehen schon, hier steht jetzt drin, alles, was bis zur Iten-Iteration gemacht wurde, muss jetzt auch tatsächlich korrekt in dem S aufsummiert sein. Und am Ende ist klar, das I hat den Wert längst minus 1 und damit gilt dann eben die Nachbedingung. Und diese drei Arten von Bedingungen macht es häufig Sinn, so etwas hinzuschreiben. Sie sehen aber leider auch an dem Beispiel einen der großen praktischen Nachteile an dem ganzen Ansatz. Die erste, die Vorbedingung hinzuschreiben, das war jetzt sehr leicht. Das können Sie als Programmtext lässig hinbekommen. Das hier hinzuschreiben, klar, ich habe das jetzt hier so reingepatcht mit einer mathematischen Formel, aber diese mathematische Formel auszuprogrammieren, ist ja ungefähr wieder derselbe Aufwand, wie das, was Sie jetzt hier ohnehin prüfen wollen. Und damit sehen Sie natürlich, die Chance, einen Bug hier in dem Code zu machen und eine Chance, einen Bug in dem Code für das zu machen, ist ungefähr gleich hoch. Ja, das heißt, Sie haben natürlich nicht viel gewonnen. Ja? Sie schreiben jetzt im Prinzip zusätzlichen Code hin, der prüft, ob der andere Code gilt, aber die Chance, dass in beiden Codestücken ein Fehler drin ist, ungefähr gleich hoch. Ja? Und damit kann es natürlich sein, dass nachher die Assertion fehlschlägt, aber nicht, weil den Code, den Sie prüfen wollen, fehlgeschlagen ist, sondern weil der prüfende Code einen Fehler hat. Und das sind immer so die Stellen, wo natürlich dieses ganze Assertion-Konzept relativ schnell an die Grenzen kommt. Aber es soll Ihnen zumindest mal nur mal die Logik verdeutlichen. Sie haben eine Vorbedingung, Sie haben eine Nachbedingung und eine Invariante, was in der Schleife gilt. Und das explizit zu machen, lohnt sich eigentlich, nur leider können Sie es nicht immer elegant kurz hinschreiben. Ja, und hier ist es schon so ein Beispiel, wo man eigentlich sieht, dass das hinzuschreiben ist ungefähr derselbe Aufwand wie der Code, den ich eigentlich prüfen will. Wozu verwendet man Assertions? Um Restriktionen an Parametern oder globalen Variablen anzugeben. Wir haben die Vorbedingungen, die beschreiben im Prinzip, was erwartet wird, dass diese Methode sinnvoll aufgerufen wird, was die, also den Methodenrumpf quasi erwartet von der Umgebung, vom Aufrufer. Und es gibt die Nachbedingung, die im Wesentlichen sagt, was ist das, was Sie erwarten können von dieser Methode, was wird hier berechnet, welchen Randbedingungen genügt das Ergebnis. Ja. Wenn man Assertions überall angegeben hat und das mit einer hinreichenden Präzision, kann man dann mit einem automatischen Beweiswerkzeug das Programm durchgehen und zum Beispiel nachprüfen, wenn das gilt, wenn immer diese Invariante gilt, dann gilt am Ende auch das. Und das kann man dann nachweisen. Für diesen Code hier gibt es ein Werkzeug, was hier in Karlsruhe auch entwickelt wird, das Key-Werkzeug von Kollegen Beckert. Und das ist halt auch weltweit eines der führenden Werkzeuge, was in der Tat sowas möglichst automatisch, nicht vollautomatisch, aber möglichst weitgehend automatisch durch Theorembeweisen hinbekommt. So, in Java kann ich jetzt die Asserts reinschreiben. Das ist, wie gesagt, ein Vorteil ist die Dokumentation. Ein weiterer Vorteil ist, dank des Assert-Keywords kann es dann auch von der JVM zur Laufzeit nachgeprüft werden. Aber, und das ist, wenn man so will, ein Nachteil, Sie können auch natürlich nur Java-Syntax hinschreiben, um diese Bedingungen auszudrücken. Bei der Vorbedingung ist uns das noch verhältnismäßig leicht gefallen, da haben wir einfach nur eine Gleichheitsabfrage hingeschrieben. Aber Sie haben auch gesehen, schon bei der Invariante und bei der Nachbedingung habe ich mich eigentlich sehr schwer getan, sinnvoll da Java-Code reinzuschreiben, weil der, wie gesagt, ungefähr genauso komplex ist wie das, was ich eigentlich überprüfen will. Was man auch manchmal sieht, ist, dass die Assertions quasi in Kommentare geschrieben werden, also nicht mehr in Java ausgedrückt werden, sondern in so einer Art selbstgebastelten Sprache. Das ist immer noch gut für die Dokumentation. Sie können auch sehr prägnant hinschreiben, das, was Sie eigentlich meinen. Sie könnten zum Beispiel auch so ein Summenzeichen hinschreiben, aber es kann natürlich dann nicht mehr automatisch überprüft werden.
Es gibt eine ganze, wenn man so will, Entwurfsmethodik, die heißt Design by Contract. Das Stichwort wollte ich wenigstens einmal hier auch erwähnen. Es gibt ganze Bücher zu Design by Contract. Die Idee ist, dass man durch diese Assertions, durch Vor- und Nachbedingungen, eine Art Vertrag, deswegen Contract, zwischen dem Methodennutzer, also dem Aufrufer, und dem Methodenimplementierer, also dem, der den Code bereitstellt für die Methode, herstellt. Und der Vorteil ist in der Tat, es ist klarer, wer jetzt für was zuständig ist. Wer muss welche Variableninitialisierungen machen? Wer geht mit irgendwelchen Spezialfällen um, von variablen Belegungen, ungültigen variablen Bedingungen? Muss das der Aufrufer schon abfangen und sich darum kümmern? Oder wird das in der Methode gemacht? Das wird durch diesen Contract klar gemacht. Was auch klar ist, eine Nachbedingung kann immer nur dann, auf die Nachbedingung kann man sich nur verlassen, wenn natürlich die Vorbedingung gilt. Es ist klar, wenn schon die Vorbedingung gerissen wurde, also sprich, gehen wir nochmal gerade zurück zu unserem Beispiel, wenn ich hier zwei Arrays unterschiedlicher Länge eingegeben habe, dann ist klar, dass natürlich das Ergebnis ziemlich undefiniert ist. Ja? Und also die Nachbedingung muss immer nur dann gelten, wenn die Vorbedingung gilt. Ja, das ist das, was ich auf der Tonspur schon mal auch gebracht hatte. Vorbedingungen kümmert sich eben um den Zustand des Systems vor der Abarbeitung eines Methodenrumpfs. Die Nachbedingung muss erfüllt sein, nachdem die Methode abgearbeitet wurde und natürlich impliziert dadurch auch die Precondition auch erfüllt war. Und die Klasseninvariante beschreibt einen gültigen Zustand eines Objekts und sie muss sowohl vorher als auch nach jedem Methodenaufruf des zugehörigen Objekts gültig sein. Und eine Schleifeninvariante ist das, was wir gesehen hatten. Das ist etwas, was zu Anfang und Ende eines jeden Durchlaufs einer Schleife gültig sein muss. Nicht mittendrin an jeder Stelle, das kann auch durchaus mal Zustände im einzelnen Schleifenrumpf geben, wo es nicht gilt, aber am Anfang und am Ende muss es gelten. So, schauen wir uns nochmal ein anderes Beispiel dazu an. Hier haben wir eine Klasse, die Zeitwerte speichert und verwaltet. Sie haben also hier einen Integer für die Stunde, einen für die Minute. Und es gibt natürlich eine Invariante, die immer gilt, eine Klasseninvariante, dass die Stunde immer größer gleich 0 ist, also keine negativen Werte hat, und dass sie kleiner als 24 ist. Warum? Wenn es 24 ist, überlaufe ich immer wieder bei 0. So, und ähnlich analog sinnvoll auch bei der Minute, also einmal keine negativen Minutenwerte und es muss gelten, dass ein Minutenwert immer kleiner 60 ist, weil warum, was ist, wenn er 60 ist? Naja, dann bin ich wieder bei 0 und die Stunde wird 1 hochgezählt. So, und jetzt könnte ich mir die folgende Implementierung vorstellen. Ich habe also erstmal den Konstruktor time hier, der die Stunde und die Minute nimmt und der jetzt hier diese Assertions auch tatsächlich noch durchsetzt als Vorbedingung. Ja, das heißt, Sie können gar kein Objekt nachher konstruieren, was nicht diese Invarianten auch einhält. Warum? Weil Sie das aber beim Konstruktoraufruf als Vorbedingung geprüft haben, dass nur diese Parameter mitkommen. So, und jetzt gibt es eine Additionsfunktion, wo Sie also einem Zeitobjekt ein anderes Zeitobjekt draufrechnen können. Und das machen Sie eigentlich mit der naheliegenden Methode. Sie addieren einfach die Minuten und die Stunden halt zusammen. Und danach muss ja eigentlich ja unsere Invariante wieder gelten. Ja, also Stunde positiv und kleiner 24 und Minute positiv und kleiner 60. Bing, Achtung, wahrscheinlich bei den meisten klingeln jetzt schon die Alarmglocken. Das kann natürlich durch die Additionsoperation hier verletzt worden sein. Es kann ja sein, dass hier zwei Minutenwerten, die beide gültig waren, was weiß ich, 45 addiert wurden, und in Summe ist natürlich 90 und damit eben nicht mehr in dem Bereich von kleiner 60. Und analog kann es ja auch für die Stunde sein. So. Das heißt also, unter Umständen geht das hier schief und was man also stattdessen machen muss, ist, dass man nach dieser Additionsoperation eine Normalisierungsroutine aufruft. Das ist eine Art, wie man damit umgeht. Man kann es sicherlich auch anders machen. So, und diese Normalisierung, die schaut halt nach, wenn die Minute größer 60 ist, dann ziehe ich 60 ab und setze die Stunde 1 hoch. Und wenn die Stunde größer 24 ist, dann ziehe ich eben 24 davon ab. Kann man sich hier an der Stelle fragen, Moment mal, was ist mit dem Tag? Aber gut, den haben wir jetzt hier nicht drin gehabt. Ne? So, also nehmen wir mal an, das ist eigentlich sinnvoll. Stimmt auch, weil es ist klar, also wenn es größer 60 ist, dann kann ich auch 60 abziehen und bin immer noch in dem gültigen Wertebereich für die Minute und dasselbe gilt auch hier. Wenn ich größer gleich 24 bin, kann ich auch 24 abziehen, ich bin auch wieder im gültigen Wertebereich hier. Also ich muss mir eigentlich keine Sorgen machen, dass das hier was kaputt macht. Ja, also das sieht man relativ schnell.
Und jetzt habe ich auf die Art und Weise auch sichergestellt, dass tatsächlich das ja auch als Nachbedingung wieder gilt. Ja. So, jetzt könnte man sich noch fragen, mache ich jetzt eine Assert- oder eine If-Abfrage? Ich hatte das ja eingangs gesagt, Sie können im Prinzip diese logischen Bedingungen genauso gut über If abfragen. Sie sind eigentlich nicht gezwungen, dieses Assert-Keyword zu nehmen. In Programmiersprachen wie C gibt es das auch erstmal von vornherein nicht. Aber es ist so, es hat ein paar Vorteile, wenn man das mit Assert macht. Zum einen machen Sie mit Assert klar, das ist eine Annahme, die Sie als Programmierer zur Korrektheit des Programms haben. Das ist was anderes wie ein If, was den Kontrollfluss steuern soll und der im Prinzip in beiden Fällen eigentlich eine legale Verzweigung darstellt. Ja. Das andere ist, Sie können es auch abschalten wieder. Ja. Und es ist letztendlich so, ein Assert kümmert sich immer um für Laufzeit nicht behandelbare Fehler. Sie erinnern sich, also ähnlich wie das Error, was wir hatten, eben, als wir die Exceptions der letzten Vorlesung besprochen hatten. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Im Prinzip können Sie das immer mit einem If machen, aber das Assert hat halt eben Vorteile. Wenn, vielleicht das nochmal auch schriftlich, was ich eigentlich schon auf der Tonspur gesagt habe, wenn die Auswahl der Testfälle so schwierig ist, warum sagt man nicht, teste ich halt alles, ja? Oder der Grund ist halt, weil es viel zu viele sind, um nicht zu sagen, auch in den meisten Fällen unendlich viele. Und das, weder das Aufstellen und Verwalten noch eben das Ablaufen der Testfälle ist noch praktikabel. Und was es jetzt gibt, auch als Ansatz, um das Problem zu umgehen, ist, dass man sagt, ich transformiere ein Computerprogramm in eine logische Formel und versuche dann mit einem Beweis die Einhaltung der Spezifikation nachzuweisen. Und da gibt es sehr aufwendige Logiken, die im Laufe der Zeit mal entwickelt wurden, dynamische Logiken, Bitvektorlogiken. Es setzt natürlich voraus, dass die Spezifikation auch mal in einer formalen Logik vorstellt und das Beweisen kann manuell, rechnerisch oder vollautomatisch passieren. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder bei der statischen Programmanalyse. Das Ganze setzt natürlich auch voraus, dass diese Transformation von Ihrem Programm in eine logische Formel fehlerfrei ging. Wenn Sie natürlich dabei einen Fehler machen, dann beweisen Sie irgendwas über eine Fehlerformel, die aber nichts mit Ihrem Programm zu tun hat. So, das vielleicht nur so ein kleiner Ausblick auf Verifikationstechniken, die wir jetzt aber hier in dieser Anfängervorlesung nicht behandeln, die aber eben später im Studium machbar ist. Dann wäre ich mit dem Block zu Ende und würde noch ganz kurz mit dem nächsten Block beginnen. Der Hintergrund ist auch, dass Sie möglichst viel Material für das Übungsblatt haben. Genau, das hatte ich eben schon gesagt. Das hier steht auch nichts, interessanterweise nichts anderes als schon vorher. So, parsen oder auf Deutsch zerteilen ist die Fragestellung, wie kann ich einen String, eine Zeichenkette, in seine semantisch bedeutsamen Teile zerlegen. Wenn im String nur ein Datum drinsteht, Straßenname, Hausnummer, klar, da brauche ich das nicht. Ja. Aber es könnte natürlich sein, dass in einem String auch viele semantisch bedeutsame unterschiedliche Teile drinstehen, wie zum Beispiel in einem Programmtext. Das könnte sich ein Computerprogramm auch als einen langen String vorstellen, aber natürlich sehr viele Teile, aus denen das zusammengesetzt ist. Oder auch die menschliche Sprache. Ja. Das, was ich Ihnen erzähle, können Sie sich natürlich als einen sehr langen String vorstellen. Trotzdem gibt es aber gewisse Satzstrukturen da drin. Ja. Es gibt Aussagen, es gibt Fragen, es gibt Prädikate, Subjekte und so weiter. Und diese Frage taucht in der Informatik sogar erstaunlich häufig auf, dass Sie sagen, ich habe etwas als Zeichenkette, muss das aber zerteilen quasi in seine Struktur. Also angenommen, Sie bekommen hier den String von einem arithmetischen Ausdruck, 13 plus 4 mal 52,5. Und jetzt muss man das natürlich irgendwie zerlegen. Und klar, jetzt hier, wie ich das eingebaut habe, das sind schon mal die sogenannten Tokens, also die Sachen, die zusammengehören, also die 13 liest man natürlich nicht als 1, 3, sondern das gehört irgendwie zusammen, das Plus gehört zusammen, die 4 gehört zusammen, das Mal und die 52,5 sind eigentlich natürlich hier 4 Zeichen, gehören aber auch zusammen.
Aber das Ganze hat eigentlich ja diese Struktur. Ich habe einen Plusoperator, der nimmt die 13 und das Ergebnis der Multiplikation von 452,5. Und wenn wir den Satz haben, dies ist ein Beispiel, sind das wieder, wenn man so will, Tokens oder die Satzteile. Jetzt können Sie sagen, Moment mal, ein ist auch ein eigenes Wort und Beispiel auch, ja. Aber das ist halt in beiden Fällen das Objekt des Satzes, gehört beides zum Objekt. Das ist also die Zerlegung quasi in eine grammatikalische Struktur, Subjekt, Prädikat, Objekt. Wenn Sie jetzt einen String haben aus einem Programmtext, auch da kann man wieder sich überlegen, was sind die Einzelteile. Das ist das Wort Class als reserviertes Schlüsselwort der Sprache Java, List als eine Typbezeichnung, eine geschweifte Klammer auf, eine Typbezeichnung, ein Variablenbezeichner, Semikolon, dann diese anderen Sachen, die jetzt bin ich ausdrücken, und dann wieder das geschweifte Klammer zu. Und eine schon relativ alte Idee in der Informatik ist es, formale Sprachen und kontextfreie Grammatiken dafür zu nutzen. Ich weiß, der Begriff der Grammatiken läuft Ihnen auch bei Herrn Worsch mal über den Weg, aber jetzt mal hier angewandt. Wie kann man das Ganze in Java machen? Wir wollen jetzt mal einen Taschenrechner für solche arithmetischen Ausdrücke programmieren. Und wie machen wir jetzt das systematisch? Was wir uns bauen, ist eine Grammatik für diese, quasi die Erzeugung dieser Zeichenketten, die dann in der Lage ist, diese Strukturen anzugeben, wie wir das eben in diesem Baum gesehen haben. Und wie das bei einer Grammatik so üblich ist, ich habe Terminale und Nicht-Terminal-Symbole. Und das wäre schon mal der erste Versuch einer Grammatik zu sagen, also zwei Ausdrücke können durch ein Plus verknüpft sein, sie können durch ein Minus verknüpft sein, ein Mal oder ein Durch, und sie können auch geklammert sein oder sie können halt einfach eine Zahl sein, dann, ja, eine Konstante. Und ja, intuitiv wird man sagen, ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Wir haben die vier Grundrechenarten drin, mehr wollen wir vielleicht erstmal nicht machen, und wir können sogar klammern und fertig. So. Jetzt haben wir schon ein Problem mit der Grammatik. Punkt vor Strichrechnung, diese Regelung haben wir jetzt nicht drin, also nochmal neu überlegen. Zweiter Versuch, die Grammatik aufzubauen. Ich habe einen Ausdruck, dann kann ein Term rauskommen, plus Ausdruck oder ein Term minus ein Ausdruck oder ein Term. Und ein Term kann entweder ein Fakt sein, multipliziert mit einem Term, oder ein Fakt durch einen Term sein oder Fakt sein. Und Fakt kann ein geklammerter Ausdruck sein oder eine Zahl. Jetzt habe ich mehr Nicht-Terminal-Symbole hier angegeben, ist erstmal verwirrender, aber indem ich eine eigene Produktionsregelung für Term habe hier, habe ich jetzt die Punkte, die Strichrechnung getrennt. Sie sehen hier, das ist noch alles eine Einer-Produktionsregel, da kann man keine Prioritäten angeben. Hier ist klar, wenn ich ein Plus habe oder ein Minus, muss ich danach im Prinzip immer das Ganze ersetzen mit einem Expression. Ich muss sonst vorher einen Term auswerten. Und der Term ist genau der, der die Priorität hat, nämlich mal oder durch. Ja. So, schauen wir uns das mal am Beispiel an. Ich habe jetzt hier diese Zeichenkette, die wir eben hatten. 13 plus 4 mal 52,5. Ich starte beim Ableiten erstmal meinen Baum. Das Ganze ist eine Expression. Dann sehe ich, aha, hier kommt ein Plus vor. Also Term plus Expression ist die Regel, die ich anwenden kann. Und auch nur die Regel kann ich anwenden hier. Keine andere würde matchen. Und dann leite ich aus dem Term hier, wo ja die 13 nachher stehen muss, ein Fakt ab. Und das Fakt dann nachher zu der Z, also zu 13. Hier das Expression leite ich auch zu einem Term ab. Und dann kommt aber jetzt hier als matchende Regel Fakt mal Term. Ja, weil nämlich das Malzeichen kann ich nicht anders matchen. Und dann komme ich zum Fakt wieder, ähnlich wie hier, und leite damit dann die Konstante ab, also 4. Und hier auch mit Fakt dann die 52,5. Habe ich also den Baum aufgebaut auf die Art und Weise. Und dieser Vorgang, eine Zeichenkette zu nehmen und zerlegen in diesen Baum, das ist auch der sogenannte im Englischen Parse Tree, oder wie ein bisschen schlampiges Deutsch, Parse Baum. Das ist der Vorgang des Parsens oder eben Zerteilen, wie wir das nennen. Ja. Jetzt gibt es verschiedene
Standardansätze zum Parsen. Genaueres werden Sie auch in der Vorlesung Programmierparadigmen kennenlernen, wenn Sie auch mal reinschauen, wie ein Compiler innen drin funktioniert, weil natürlich klar, ein Compiler braucht immer auch einen Parser, um den Programmtext sich aufzubauen, den Syntaxbaum, diesen Parsbaum. Was wir uns aber jetzt in der Vorlesung anschauen, das ist sogenannte Top-Down-Parser, die heißen rekursive Abstiegsparser, weil die am einfachsten systematisch auch noch manuell zu programmieren sind. Und da machen wir dann nächste Vorlesung weiter. Vielen Dank.